Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Sachverständige, ich grüße alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Ausschuss für Gesundheit. Zu meiner Linken begrüße ich ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiß sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Wir beschäftigen uns heute in dieser öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung auf Drucksache 19/8753 sowie mit dem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes auf Drucksache 19/2666. Und drei Anträge der Fraktion der AfD, Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Importquote abschaffen, Arzneimittelsicherheit verbessern auf Drucksache 19/6419 und mit dem Antrag flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln sichern und ausbauen, Wettbewerb stärken, Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verbieten, Zustellung durch Boten zukünftig nicht nur im Einzelfall erlauben, Drucksache 19/8277 und alle Arzneimittel auf die krebserregende Verunreinigung N-Nitrosodimethylen Thylamin untersuchen, Drucksache 19/8888, das Wort kommt gleich nochmal, sowie dem Antrag der Fraktion Die Linke, Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel, Drucksache 19/8262. Dazu kommen vier Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 1470.1. Meine Damen und Herren, mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zieht die Bundesregierung Konsequenzen aus dem jüngsten Arzneimittelskandal. Im Interesse der Patientensicherheit soll der Bund unter anderem künftig bei Arzneimittelrückrufen und den Kontrollen der Hersteller in Drittstaaten mehr Befugnisse bekommen. Verbessert wird auch die Arzneimitteltherapiesicherheit. Dazu wird unter anderem der Rahmen für die Herstellung und Abgabe von Krebsarzneimitteln durch Apotheken deutlich verschärft und die Herstellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch Heilpraktiker nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Neben einer Vielzahl weiterer Maßnahmen enthält das Gesetz auch einen Fahrplan zur Einführung des elektronischen Rezepts. Darüber hinaus hat die Bundesregierung Änderungsanträge einmal zum Streitwert für das Pflegeberufegesetz, dann zur Mitwirkung der Pflegeberufe im Qualitätsausschuss sowie zum Schutz der Patienten vor übertragbaren Krankheiten vorgelegt. Auch diese sind Gegenstand der heutigen Anhörung. Neben dem Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten wir heute einen Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dieser fordert, dass Auflagen, die das BfArM zur Verkehrssicherheit von Arzneimitteln erlässt, sofort zu vollziehen sind und Widersprüche und Anfechtungen keine aufschiebende Wirkung haben. Die Fraktion der AfD fordert in ihren drei heute zu beratenden Anträgen zunächst die Verpflichtung des Apothekers zur Abgabe eines Importarzneimittels aufzuheben, wenn der Arzt es nicht ausdrücklich verordnet hat. Weiter verlangt sie, dass das Versandhandelsverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verboten wird und alle Arzneimittel auf die krebserregende Verunreinigung mit Nitrosodimethylamin untersucht werden. Die Fraktion Die Linke plädiert in ihrem Antrag dafür, die Importförderklausel für Arzneimittel zu streichen. Sie geht davon aus, dass die Nachteile für die Patientensicherheit größer sind als die Einsparungen durch die billigeren Importarzneimittel.
Wir haben also eine breite Palette von Vorschlägen zum Thema Arzneimittelsicherheit vorliegen. Und es wird sicherlich eine interessante Anhörung werden. Bevor wir in die Anhörung einsteigen, noch den Hinweis, wir haben genau 120 Minuten zur Verfügung. Diese 120 Minuten sind nach der Größe der Fraktionen aufgeteilt. In einer ersten Runde kommt jede Fraktion zu Wort und dann gibt es noch mal eine zweite Runde, wo also dann CDU, CSU und SPD noch Zeitkontingente haben. Wie das genau aufgeteilt ist, haben Sie auf Ihrem Platz liegen. Ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen. Das gilt also einerseits für die, die die Fragen stellen und auch die, die die Fragen beantworten. Sie sind gebeten, das Mikrofon zu benutzen und Name und Verband zu nennen, weil nicht nur Menschen hier in diesem Raum nachvollziehen wollen, wer was fragt und wer was beantwortet, sondern die Zuschauerzahlen draußen nehmen stetig zu, weil wir so interessante Anhörungen durchführen. Und damit die auch das entsprechend nachvollziehen können, weise darauf hin, dass also das Hören von Mobiltelefonen 5 Euro kostet, ist mir heute Morgen passiert und es wird umgehend kassiert. Die Anhörung wird digital aufgezeichnet und zeitversetzt um 17.30 Uhr im Parlamentsfernsehen gezeigt. Dann ist die Anhörung in der Mediathek des Bundestages anzusehen. Es gibt ein Wortprotokoll, das auf der Internetseite des Ausschusses nachzulesen ist. Und dann eröffne ich die erste Fragerunde mit einer Frage durch die Kollegin Karin Mack. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wir hätten jetzt gerne das Thema Hämophilie nach vorne gestellt, aber die Sachverständigen stehen alle gemeinsam im Stau. Deswegen beginnen wir jetzt mit einer Frage an die ABDA, an den GKV-Spitzenverband und an Professor Ludwig von der Arzneimittelkommission zum Thema Importförderklausel. Zu dieser Importförderklausel, zu den geplanten Änderungen, würde mich Ihre Position interessieren. Also zum einen, wie beurteilen Sie die Änderung? Auch im Vergleich zur bisherigen 15-15-Regel und möglicherweise, welche alternativen Regelungen, Herr von Stackelberg und an die anderen Sachverständigen, würden Sie uns denn vorschlagen wollen? Vielen Dank. Herr Dr. Schmitz von der ABDA, Sie haben das Wort. Ja, Sebastian Schmitz von der ABDA. Die Neuregelung greift ja so, wie sie jetzt ausgestaltet ist, in Bezug auf die Differenzierung des Preisabstandes zwischen Original und Import. Die Regelung auf, die wir auch gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband im Rahmenvertrag vereinbart haben. Die Idee ist, ich denke, sowohl in unserer Vertragsvereinbarung als auch vertraglichen Vereinbarung als auch im Gesetz, dass wir die Einsparpotenziale größer sehen wollen und durch die verbesserten Einsparpotenziale im oberen Preissegment auch schneller zur Erfüllung der Sparziele kommen wollen. Das war der Wille der Vertragspartner. Wir haben diese Regelung getroffen, weil derzeit das Gesetz noch vorsieht, dass die Apotheken zur Abgabe von importierten Arzneimitteln verpflichtet sind. Und weil der GKV-Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband entsprechende Konkretisierung vornehmen müssen. Also wir sind gehalten, im Vertragswege solche Förderklauseln für die Importarzneimittel vorzusehen. Unsere Alternative, also wir haben insofern nichts, unter dieser Prämisse nichts gegen die bestehende Gesetzesänderung, weil die unseren Vereinbarungen entspricht. Aber wir sind der Auffassung, dass insgesamt die Importförderklausel verzichtbar ist. Also wir sehen, dass der gesamte Parallelhandel mit Arzneimitteln letztlich ein Einfallstor ist für Arzneimittelfälschungen. Das haben die Einzelfälle sowohl in der Strafverfolgung als auch in der Praxis der Aufsicht der Landesbehörden gezeigt. Und wir halten die Gefährdungen, die hier aus dem Parallelhandel folgen, für die Arzneimittelversorgung für höher als, also in der Abwägung für wichtiger als die Einsparpotenziale, die hier bestehen. Vielen Dank. Herr von Stackelberg, Sie haben das Wort. Ja, GKV Spitzenverband Stackelberg, vielen Dank. Die Importförderklausel hat jahrelang ihr Ziel erfüllt.
Wir haben aber in der Vergangenheit zunehmend festgestellt, dass die Arzneimittel ja teurer werden. Und dann war bei der 15-15-Regelung ja die Frage, 15 Euro bei einem hochpreisigen Import, das war schon grenzwertig, dass als Erschließung von Rationalisierungsreserven zu kennzeichnen. Wir freuen uns einerseits, dass Sie als Gesetzgeber die vertragliche Regelung aufgegriffen haben, haben uns aber auch die Frage gestellt, ist das heute noch zeitgemäß, Reimporte und Importe zu fördern? Ich möchte jetzt ausdrücklich auf fördern abstellen, nicht auf die Frage verbieten. Ich bin ein ausgesprochener Fan, das zu erlauben, aber die Frage ist, muss es noch gefördert werden? Das haben wir mit unseren Kassen sehr intensiv diskutiert und es gibt da ein breites Meinungsspektrum. Einige sagen, ja, es ist noch ein kleiner, relativ kleiner, dreistelliger Millionenbetrag, der erwirtschaftet wird. Und wir brauchen das für Anhaltspunkte für Rabattverträge. Es gibt aber eine sehr große und breite Strömung in den Krankenkassen, die sagen, eigentlich hat sich das überholt, die Förderung. Wir werden, wenn wir die Förderung nicht mehr hätten, würden wir sowieso nach den neuen Regelungen die Festbeträge, ja die vier günstigsten Präparate raussuchen, erwarten, dass da auch darunter Importe sind. Und insofern stellt sich in der Kassenlandschaft ein breites Meinungsspektrum dar. Das ist dann Gelegenheit für mich, meine persönliche Meinung zu äußern. Und wenn ich das so sehe und auch einen großen Kassenverband in Ihrem Bundesland, aus dem Sie kommen, sehe, der das zentral für eine Kassenart macht und der dortige Vorstand sagt, wir brauchen das nicht mehr, Frau Mark, der hat vermutlich recht. Herr Professor Dr. Ludwig, Sie haben das Wort. Ja, Ludwig, AKDE und Bundesärztekammer. Ich glaube, angesichts der umfangreichen Tagesordnung kann ich mich relativ kurz fassen. Zu diesen 15-15-Regelungen und anderen Zahlenspielen möchte ich mich als Mediziner nicht äußern, weil ich relativ lange gebraucht habe, bevor ich sie verstanden habe. Na, aufgrund unserer Erfahrungen in den letzten Monaten, beispielsweise, Herr Schulz und ich, wissen Sie, waren in der Taskforce für Lunapharm, sind uns gewisse Dinge noch mal ganz eindeutig verdeutlicht worden in diesem Verfahren. Wir wissen heute, dass Deutschland ein Einfallstor ist aufgrund der hohen Arzneimittelpreise für problematische Arzneimittel. Wir wissen, dass daraus erhebliche Risiken für unsere Patienten resultieren können. Ich bin selber Hämatologe und Onkologe und wage mir nicht vorzustellen, dass ich einer Patientin oder einem Patienten ein nicht mehr wirksames oder absolut wirkungsloses Arzneimittel verordne infolge dieser Skandale, die ja auch weitergehen. Lunapharm ist ja nicht das Ende des Vorganges, da wir gar nicht in der Lage sind, diese Vertriebswege so zu kontrollieren, dass wir sie ausschließen können. Und vor dem Hintergrund, was Herr Stackelberg jetzt auch eingeräumt hat, und der in der ersten Anhörung ja sehr ausführlich besprochenen Positionen, die eigentlich einhellig gegen die Importquote waren, möchte ich das im Namen der AKDE und der Bundesärztekammer noch mal bestätigen. Ich halte es für unverantwortlich, dass wir gerade bei den vulnerablen Arzneimitteln, wo auf die Transportbedingungen und andere Dinge enorm viel Wert gelegt werden muss, wirkungslose Medikamente auf einmal in Deutschland haben. Sie wissen, es gibt aktuelle Recherchen, die zeigen, dass es weiterhin passiert und das alles für ein sehr überschaubares Einsparvolumen. Ich denke, das können wir an anderer Stelle sinnvoller einsparen und gleichzeitig die Risiken für unsere Patienten vermeiden durch diese Importe. Ich betone noch mal, insbesondere von den sehr vulnerablen Medikamenten, wo Deutschland derzeit Zielland Nummer eins ist aufgrund der sehr hohen Preise, beispielsweise bei Krebsmedikamenten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, an den BPI, an die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und an den GBA. Wir haben ja im Paragraph 35a Absatz 3b vorgesehen, dass für bestimmte Arzneimittel, also für Orphan Drugs und die beschleunigten Zulassungsverfahren beziehungsweise unter außergewöhnlichen Umständen zugelassen werden, anwendungsbegleitende Datenerhebung erfolgen soll. Mich würde interessieren, wie Sie diese Regelung bewerten und wo wir gegebenenfalls noch Dinge ergänzen bzw. präzisieren müssten. Vielen Dank, Herr Dr. Droben vom VfA. Sie haben das Wort.
Guten Tag, mein Name ist Thorm, ich vertrete den VfA. Wir haben uns die Regelung angeschaut, natürlich mit den Herstellern besprochen. Wir halten die für in ihrer jetzigen Ausprägung zu unbestimmt und würden dringend darum bitten, die etwas einzugrenzen. Wir verschließen uns ausdrücklich nicht einer weiteren Verbesserung der Datenerhebung bei Arzneimitteln nach deren Zulassung. Das ist ein Prinzip, was wir seit 2005 in der europäischen Zulassungslandschaft ohnehin haben und auch kennen. Aber die Regelung ist so weit gefasst, dass etwa ein Drittel aller Medikamente, die dem AMNOG-Verfahren unterfallen, betroffen sein könnte. Der Gesetzgeber geht von 9 bis 10 Beauflagungen des GBA pro Jahr aus. Und ein großer Spielraum für den GBA führt dazu, dass bei unseren Firmen große Unsicherheiten, insbesondere auch bei den kleinen Firmen im Hinblick auf die nicht absehbaren finanziellen Belastungen bei der Entwicklung solcher Arzneimittel bestehen. Wir befürchten, dass durch diese Regelung die Markteinführung in Deutschland verzögert werden könnte, bei manchen Firmen vielleicht sogar infrage gestellt würde. Verzögert zum Beispiel dadurch, dass wir lernen mussten, dass angedacht ist, dass diese Erhebungen als klinische Prüfungen durchzuführen sind, anders als die Registerauflagen bei der Europäischen Zulassungsagentur, die in aller Regel als nicht interventionelle Studien laufen. Wir erwarten hohe Kosten. Im Gesetzentwurf werden die beziffert mit 400.000 bis 2,2 Millionen Euro pro Jahr für diese rund 10 Beauflagungen. Wir kennen die Problematik hier aus dem damaligen AMNOG. Auch da wurde gesagt, ein Dossier würde nur etwa zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten. Jeder weiß inzwischen, dass wir im sechsstelligen, im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich für ein Dossier hier liegen. Also zusammengefasst und als letzten Punkt noch, nationale Register machen gerade bei seltenen Krankheiten aus unserer Sicht keinen Sinn. Die Daten, die wir aus den anwendungsbegleitenden Datenerhebungen nur in Deutschland aus solchen Registern zu erwarten hätten, dürften für eine Quantifizierung des Zusatznutzens nicht ausreichen. Das in Verbindung mit der vorgesehenen Abschlagsregelung halten wir für sehr bedenklich. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Zehngraf vom BPI. Ja, Martin Zehngraf, BPI. Ich schließe mich im Wesentlichen den Ausführungen meines Kollegen an, möchte noch mal zusammenfassen und ergänzen. Die Zulassung von Orphan Drugs sieht relativ häufig bereits auf europäischer Ebene zusätzliche Folgeuntersuchungen vor. Hier gilt es zu vermeiden, nationale Lösungen, die europäische Lösungen konterkarieren oder sogar im Kontrast dazu stehen. Man müsste auch eine Begründung einfordern, wenn der GBA zusätzlich zu den bereits vorgesehenen oder unabhängig vom bereits vorgesehenen Auflagen weitere Auflagen erteilt. Das heißt, das Gesetz sollte, wenn unbedingt, eine Begründungspflicht beinhalten, neben der Abstimmung auf europäischer Ebene. Man sollte berücksichtigen, dass solche Registerstudien Vorlaufzeiten haben, Minimum ein Jahr, bis die entsprechenden Zentren, bis die entsprechenden Ärzte informiert an das entsprechende System angebunden sind und nicht nur höhere Kosten, sondern auch höhere Zeiträume einzuplanen sind. Die EMA sieht ja nicht zu Unrecht einen 5-Jahres-Zeitraum vor. Insofern ist es unrealistisch anzunehmen, dass bereits nach einem Jahr der GBA in der Lage ist, auf Basis von Registernstudien zusätzliche Erkenntnisse, die belastbar sind, zu gewinnen, insbesondere bei nationalen Alleingängen. Wichtig ist es auch, dass dann auch zwingend der Spiegeleffekt berücksichtigt wird, dass, wenn ich solche Studien zur zusätzlichen Nutzenbewertung einfordere, dass diese Studien auch Anerkennung finden und dass ICWIC sich nicht wieder zurückzieht auf die grundsätzlich nur zu akzeptierenden RCTs. Gerade im Bereich der Orphan Diseases dürfte das ein Ding der Unmöglichkeit sein. Also wenn diese Registerstudien verlangt werden, müssen sie auch als Belege anerkannt werden. In diesem Zusammenhang, Sie haben auch noch den Punkt der Pönale angesprochen. Das sollte, wenn überhaupt, in jedem Fall nur dann erfolgen, wenn sich der pharmazeutische Unternehmer grundsätzlich weigert, eine solche Untersuchung durchzuführen. Dieses wiederum kann ich mir nicht vorstellen. Auch die Einschränkung der Verordnungsbefugnis sollte entfallen, denn sie wird zwangsläufig dazu führen, dass der Zugang der Patienten, der für uns in Deutschland ein großer Wert ist, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, gerade bei ernsthaften, seltenen Erkrankungen, eingeschränkt würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ludwig.
Ludwig, Bundesärztekammer AK.de. Ich kann mich leider nicht den beiden Vorrednern anschließen. Ich persönlich denke, dass sowohl bei den Orphan Drugs als auch bei den beschleunigten Zulassungen unbedingt etwas nach der Zulassung passieren muss. Wir brauchen weitere Evidenz. Wie wir diese Evidenz generieren, hängt sehr davon ab, über welches Indikationsgebiet wir sprechen, über welche Wirkstoffe wir sprechen. Na, prinzipiell sind sicherlich die im Gesetzesentwurf genannten Anwendungsbeobachtungen, Fallkontrollstudien und Registerstudien nur begrenzt geeignet, um diese Evidenz zu generieren. Aber sie wären ein erster Schritt. Und bei den Arzneimitteln, die mit sehr dünner Evidenz auf den Markt kommen, und der Trom nannte ein Drittel der Wirkstoffe Orphan Drugs, beschleunigte Zulassung. Wir wissen alle, dass es inzwischen schon mehr als ein Drittel sind. Das heißt, Wirkstoffe, bei denen die Ärzte zum Zeitpunkt der Zulassung nicht genau wissen, wie diese Arzneimittel wirklich einzuschätzen sind und wie sie auch bei Patienten dann letztlich in Kombinationen einzusetzen sind. Von daher halte ich diesen ersten Schritt für sehr wichtig. Denke auch, dass man das noch etwas präzisieren müsste, welche Art von Studien in welcher Situation gefordert werden. Und denke, das sollte unbedingt im Gesetz so stehen. Gleichzeitig möchte ich noch mal daran erinnern, dass natürlich aus der Tatsache, dass dann nur Ärzte diese Medikamente verordnen können, die sich an diesen Anwendungsbeobachtungen, Registereintragungen beteiligen, durchaus problematisch sein kann, weil dann möglicherweise in der Versorgung auch Probleme auftreten. Ich denke aber, das kann man methodisch sehr einfach lösen, indem man eine gewisse Zahl von Praxen, die bereit sind, diese Daten zu sammeln, benennt, zusammen mit den Fachgesellschaften dann autorisiert, in diese Register Daten einzutragen, sodass also auch Ärzte, die möglicherweise aus ganz speziellen Gründen nicht in der Lage sind, sich an diesen Registerstudien zu beteiligen, die Medikamente weiter verordnen können. Es geht ja nochmal, es geht darum, dass wir Evidenz generieren, die wir zum Zeitpunkt der Zulassung nicht haben, die wir dringend brauchen. Und jeder, der sich mit der Materie auskennt, weiß, dass diese Postzulassungsstudien sowohl im Rahmen der beschleunigten Zulassung als auch bei Orphan Drugs viel zu spät abgeschlossen werden, wenn sie überhaupt abgeschlossen werden, sodass wir also auf diese notwendige Evidenz lange warten müssen. Ich möchte abschließend noch sagen, dass etwas, was ja bereits bei der Verabschiedung des Amnox von der AKDE und auch vom IQWiG und anderen Institutionen gefordert wurde, doch auch noch mal überlegt werden sollte. Die Tatsache, dass im Gesetz steht, beziehungsweise im SGB V, ein Orphan Drug hat zum Zeitpunkt der Zulassung einen belegten Zusatznutzen, ist durch viele, viele Untersuchungen und auch durch Beschlüsse des GBAs mehr als in Frage zu stellen. Von daher halten wir diesen Passus, medizinischer Zusatznutzen durch die Zulassung attestiert, für obsolet. Vielen Dank, Herr Professor Hecken. Ja, Hecken, GBA, danke für die Frage. Also im Gegensatz zu den Vorrednern aus der pharmazeutischen Industrie halte ich die Regelung aus zweierlei Gründen für ganz wichtig und zentral. Zum einen, wir müssen uns vergegenwärtigen, womit haben wir es zu tun? Nicht mit Allerweltsware, die in klinischen, zweiarmigen, randomisierten Studien erprobt worden ist, sondern üblicherweise um hochwirksame Medikamente, bei denen ein Medical Need in Ermangelung einer Behandlungsalternative zu einem sehr frühen Zeitpunkt, üblicherweise nach Phase 1, Phase 2, also vor Phase 3 bejaht worden ist. Das ist richtig so, weil wir Patienten eben Medikamente in solchen ausweglosen Situationen sehr früh zur Verfügung stellen wollen. Der Gesetzgeber belohnt die Entwicklung in diesem Bereich auch durch das Orphan-Privileg. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Masse der Zulassungen in diesen Bereichen eben von den Regulatoren, von der Zulassungsbehörde mit Bedingungen verbunden sind, die eben insbesondere auch überhaupt mal die Sicherheitsprofile dieser Wirkstoffe beleuchten sollen, die wir ja häufig noch gar nicht abschließend geklärt haben, ganz zu schweigen von der Wirksamkeit. Und deshalb sehe ich in dieser Möglichkeit, eben entsprechende anwendungsbegleitende Beobachtungen zu beauftragen und auch sanktioniert zu beauftragen, zum einen ein wirksames Instrument, um eben nach der Zulassung, ich sage ausdrücklich in Übereinstimmung mit der EMA, dann eben auch bestverfügbare Evidenz zu generieren. Denn üblicherweise sind wir hier in Behandlungsgebieten, wo aus ethischen Gründen eine zweiarmige Studie niemals mehr auf den Markt kommen wird. Und deshalb müssen wir eben ganz konkret und belastbare Daten über das Geschehen in der Versorgung haben. Das wird selbstverständlich in Analogie zu dem geschehen, was die Regulatoren beauftragen. Wir übersetzen heute bereits eins zu eins in jedem Orphan-Beschluss
die Auflagen der EMA, die mit der Zulassung erteilt werden. Wir erleben aber, und das ist der Anlass für diese Regelung, dass die EMA sehr häufig bei Nicht-Einhalten der von ihr formulierten Bedingungen die daran geknüpfte Sanktion, nämlich Rücknahme der Zulassung, nicht ergreift. Und wir wollen eben jetzt durch dieses Instrument zum einen die Möglichkeit haben, im Interesse des Patientenschutzes eben einen gewissen Push zur Durchsetzung der internationalen regulatorischen Anforderungen und von Anforderungen aus den nationalen Versorgungskontexten zu bekommen. Zweiter Punkt, ganz wichtig, und da verstehe ich die Haltung der pharmazeutischen Unternehmen nicht. Wir wollen den pharmazeutischen Unternehmen dadurch auch die Möglichkeit geben, in der Anwendung Evidenz zu generieren für den Tag danach. Ich habe nämlich mittlerweile das traurige Erwachen vieler offen privilegierter Arzneimittel erlebt. An dem Tag, an dem sie die 50-Millionen-Grenze überschritten hatten, aufgrund ethischer Limitationen keine Studie durchgeführt werden konnte und die Evidenz genauso war wie am Tag der Offenbewertung, dann sind die in mehr als der Hälfte der Fälle ohne Zusatznutzen heimmarschiert. Und mit dieser Beauflagung, die selbstverständlich zur Folge hat, dass wenn ich etwas beauftrage und beauflage, am Ende des Tages auch das IQWiG das auswerten muss. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Wir machen ja keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Beschreiten wir den Weg, dann eben hier die bestverfügbare Evidenz am Ende des Tages zu haben, um, wenn die Nachbewertung mit einem Volldossier erfolgen muss, dann möglicherweise auch Daten zu haben, auf die man eine positive Bewertung stützen kann. Um das zu erreichen, letzter Satz, ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, die Verordnungsbefugnis zu limitieren. Denn das Problem, das ich aus der Versorgungspraxis von pharmazeutischen Unternehmern gehört habe, war dasjenige, dass die sagen, die EMA hat zwar eine Registerauflage beauftragt, die Doktors halten sich aber nicht dran und schließen die Patienten nicht in die Register ein, mit der Folge, dass wir bei 15 verfügbaren Patienten in Europa oder in der Bundesrepublik Deutschland am Ende 7 nicht im Register haben. Und dann ist das ein Muster ohne Wert. Deshalb sage ich, ist es zwingend erforderlich, dass man sagt, derjenige, der eben hier am Verordnungsgeschehen teilnehmen will, muss auch die notwendige Evidenz dann liefern, um den Wert dieses Produktes und die Patientensicherheit am Ende des Tages beurteilen zu können. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Und sollte die Beantwortung länger dauern, wird das in der zweiten Runde der CDU abgezogen. Ja, vielen Dank. Und wir kommen jetzt nun in der Tat zum Thema Hämophilie. Die Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Dr. Halime. Und zwar würde ich Sie gerne einleitend fragen zu diesem Themenkomplex, wie Sie die geplanten Änderungen im Gesetzentwurf insgesamt, also die Änderungen im Vertriebsweg der Medikamente und die weiteren gesetzlichen Maßnahmen bewerten, welche die Versorgung von Patienten mit Hämophilie betreffen. Und für den Fall, dass Sie bei dieser Regelung einen Nachbesserungsbedarf erkennen sollten, würde ich Sie bitten, diesen zu konkretisieren. Vielen Dank, Frau Dr. Halime. Wir freuen uns, dass Sie trotz Taxistreik hier bei uns sind. Und die Frage konnte ja auch nicht früher gestellt werden. Deshalb diese Großzügigkeit, die nachher wieder ausgeglichen wird. Vielen Dank. Die Änderung im Vertriebsweg der Medikamente und die weiteren gesetzlichen Maßnahmen bewerte ich positiv. Nur sollten meiner Auffassung nach die Apotheken verpflichtet und in der Lage versetzt werden, der Hämophilie behandelnden und rezeptausstellenden ärztlichen Personen die Chargennummern im Rahmen eines zum Beispiel E- oder T-Rezeptes aus datenschutzsicherten Weise zu übermitteln. Nach § 21a des Transfusionsgesetzes hat die Hämophilie behandelnde ärztliche Person unter anderem auch die Chargennummern der Gerinnungsfaktorkonzentraten an das Deutsche Hämophilie-Register im Paul-Ehrlich-Institut zu melden, damit in den zwar unwahrscheinlichen, aber dafür umso schwerwiegenden Fällen von Verunreinigungen oder ähnlichen Problemen mit einzelnen Chargen sowohl eine Eindämmung der Risiken als auch eine sichere und kosteneffiziente Versorgung gewährleistet ist. Meines Erachtens sollte oder wäre die Möglichkeit, das Zuweisungsverbot § 11 des Apothekengesetzes oder und § 34 Muster Berufsordnung bei den Gerinnungsfaktorkonzentraten aufgehoben werden, aus ähnlichen Gründen wie bei den Zytostatika.
Auch Gerinnungsfaktorkonzentrate sind wie Zytostatika sogenannte Applikationsarzneimittel. Die Hämophilie behandelnde ärztliche Person muss in ihrer Praxis eine Notversorgung mit Gerinnungsfaktorkonzentraten applizieren, daher vorhalten und dazu von einer Apotheke erhalten können. Auch bei den Gerinnungsfaktorkonzentraten braucht es wie bei den Zytostatika eine ortsnahe und lückenlose Versorgung. Hier ist meines Erachtens das Rechtsgut des Patientenschutzes höher zu bewerten als das Rechtsgut des Wettbewerbsschutzes. Dazu gibt es ein Bundesgerichtshofsurteil von Juni 2015. Des Weiteren sollte die ambulant spezialfachärztliche Versorgung für Patienten im Gerinnungsstörung weiterentwickelt und dazu der § 132i dringend um ein Zertifikationsangebot erweitert werden. Die Behandlung von Hämophilie-Patienten ist hochkomplex, sowieso personal- und kostenintensiv. Um die Versorgungsqualität und Kosteneffizienz zu verbessern, hat die Gesellschaft für Thrombose und Hämostase in Anlehnung des European Network of Hemophilia Care, EuHANET, eine Leitlinie zur Struktur- und Prozessqualität von Hämophiliezentren entwickelt, in deren Mittelpunkt eine langfristige Patientenversorgung durch ein multidisziplinäres Team fachärztlicher und nicht fachärztlicher Spezialisten, die in einem Hämophiliezentrum aufeinander abgestimmt arbeiten, steht. Die Zertifizierung von Hämophiliezentren, zum Beispiel vom EuHANET, hat bewiesen, ist im Blatt publiziert, sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität von Patienten mit Hämophilie-Gerinnungsstörung ist erhöht worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die SPD über und die erste Frage stellt Frau Dittmar. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich zum einen an die Deutsche Hämophiliegesellschaft und an den GKV-Spitzenverband. Es ist in den Stellungnahmen zu lesen, dass durch die Aufgabe des direkten Vertriebsweges von Faktorpräparaten die engmaschige medizinische Betreuung von Hämophiliepatienten, Patientinnen in Zentren zukünftig beeinträchtigt werde. Wie schätzen Sie dies auch vor dem Hintergrund der geplanten neuen Vertragsstrukturen in Zentren ein? Vielen Dank, Herr Österreicher, Sie haben das Wort und wir freuen uns auch, dass Sie den Taxistreik überstanden haben. Vielen Dank. Ja, das tut mir leid, dass wir zu spät gekommen sind. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, das hat keinen großen Einfluss jetzt gehabt. Zur Frage, wir sehen es als wichtig an, dass die Betreuung der Hämophiliepatienten und die Abgabe weiter über die spezialisierten Behandlungszentren erfolgt. Hier haben wir jahrelang gute Erfahrungen gemacht. Die deutsche Hämophilieforschung und die Behandlung der Patienten wäre sicherlich nicht so weit, wenn hier die Patienten nicht in den Behandlungszentren beobachtet worden wären und behandelt worden wären und gleichzeitig ein Monitoring erfolgt wäre, wie wirkt denn diese Behandlung. Und hier sehen wir die Hauptgefahr darin, dass wenn die Patienten jetzt plötzlich zu niedergelassenen Ärzten oder zum Hausarzt um die Ecke, sage ich jetzt mal, ohne den Kollegen abzuwerten, gehen würden, dann sieht er eben nur einen unter vielen Patienten. Wir sprechen von Patientenklientel von etwa 8.000 mit der Hämophilie A und B, ohne die anderen besonderen Blutungserkrankungen noch dazu. Also hier sehen wir schon die Gefahr, dass einfach die Mediziner dann auch irgendwo ihre fachliche Expertise verlieren und die Hämophilie-Behandlungszentren dann auch darunter leiden, dass keine Patienten mehr kommen, weil es eben näher ist, um die Ecke zum Arzt zu gehen, um dann eben dann wird dort die Grundlage für Forschung und die Notwendigkeit für die Weiterentwicklung einfach gar nicht mehr gesehen werden. Und ich glaube, auf die erforderliche Dokumentation der Präparateabgabe im Zusammenhang auch mit den Anforderungen des Transfusionsgesetzes ist ja auch schon eingegangen worden, dass das eben nur gesichert über die Hämophiliezentren erfolgen kann aus unserer Sicht. Vielen Dank, Herr von Stackelberg. Ja, vielen Dank, GKV-Spitzenverband Stackelberg. Wir begrüßen die Regelung, da wir keine Nachteile entdecken können.
Die Behandlung in den Zentren soll ja gar nicht fix unterbrochen werden. Es geht ja nur um die Abgabe der Arzneimittel. Und während bisher ein Hämophilie-Kranke und Kranker zur Abgabe der entsprechenden Mittel in das Zentrum fahren müsste, ist jetzt dieser weite Weg nicht mehr notwendig. Insofern vereinfacht die Neuregelung die Situation des Patienten ausdrücklich und erheblich. Nur aus rein logistischen Gründen zum weit entfernten Zentrum fahren zu müssen, ist obsolet, wenn man die neue Regelung umsetzt. Sie ist sicher und aus unserer Sicht deshalb zu begrüßen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den BPI und an den GKV-Spitzenverband. Durch die Direktabgabe von Faktorpräparaten in Zentren und Schwerpunktpraxen ist die Vertrags- und Preisstruktur recht unübersichtlich und fragmentiert. Bitte geben Sie uns eine Einschätzung, ob mit den vorgesehenen Änderungen zur Vertragsgestaltung für mehr Transparenz gesorgt wird. Herr Dr. Zentgraf. Ja, Zentgraf, BPI. Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig, für die Frage. Wir sind nicht der Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen der richtige Weg ist für mehr Transparenz. Wir sind eher der Meinung, dass der vorgeschlagene Weg die systematische Erhebung von Patientendaten, die enge Bindung des Patienten an ihn behandelnden Arzt gefährdet. Insofern befürchten wir mit dieser Neuregelung eine Wettbewerbsverzerrung ohne stichhaltige Begründung, Verschlechterung auch der Versorgung, keine Verbesserung, denn hämostasiologisch qualifizierte Ärzte sind eine wesentliche Komponente bei der Behandlung der Hämophilie. Das Hämophilie-Register beim PAI hat sich bewährt. Und es sollte alles vermieden werden, was seine Fortführung, Frau Halime hat darauf hingewiesen, dass weitere umfangreiche Änderungen notwendig werden würden, sollte dies umgesetzt werden, werden notwendig. Insofern wird die Ausnahmeregelung von der Apothekenpflicht für alle Arzneimittel zur spezifischen Therapie weiter vorgeschlagen und ist auch sinnfällig. Vielen Dank, Herr von Stackelberg. Also das ist ja gar keine Frage, dass die Transparenz erhöht wird mit der neuen Regelung. Das ist aus unserer Sicht ganz eindeutig. Jetzt ist die Frage, das Bessere ist des guten Feind. Kann man an der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung noch was verbessern? Ja, das kann man. Und zwar sehe ich, dass wir bei der Ermittlung der Einkaufspreise die einzelnen Preise von den Herstellern erhalten müssen. Wenn ich Ihre Regelung recht, Ihren Vorschlag recht verstehe, sehen Sie vor, dass man jetzt schon der Hersteller gewichtete Preise melden kann. Da verweise ich auf unsere Stellungnahme und bitte Sie ganz herzlich, stellen Sie sicher, dass der GKV-Spitzenverband im ersten Schritt, um die Preise richtig beurteilen zu können, die Einzelpreise der Hersteller bekommt. Auch nach kassenspezifisch. Ansonsten kann ich Sie nur drin bestärken, diesen Weg so zu gehen, wenn Sie diese kleine Verbesserung vorsehen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Und meine Frage richtet sich an den Präsidenten des Deutschen Pflegerates, der heute als Einzelsachverständiger hier ist, Herr Wagner. Änderungsantrag 2 sieht die Erweiterung der beiden Bänke im Qualitätsausschuss nach § 113b SGB 11 auf 11 Sitze und die Einordnung der Vertreter der Pflegeberufe in die Bank der Leistungserbringer vor. Ist diese Regelung geeignet, um die mit dem PSG 2 beabsichtigte Mitwirkungsmöglichkeit der Pflegeberufe in diesem Gremium gangbar zu machen? Und welche anderen Optionen kämen gegebenenfalls in Frage? Herr Wagner. Vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Franz Wagner, Einzelsachverständiger. Der Deutsche Pflegerat begrüßt grundsätzlich, dass die Berufsverbände im Qualitätsausschuss Beteiligungsrechte haben sollen. Wir sind jetzt ja quasi im Gesetz auch schon vorgesehen, konnten allerdings, weil in der Formulierung etwas unspezifisch steht, Verbände der Pflegeberufe den Sitz bisher nicht wahrnehmen, weil es eben keine Einigung gab zwischen den verschiedenen Verbänden, die der Ansicht sind, sie müssten da vertreten sein.
Die Regelung, die jetzt vorgesehen ist, ist im Endeffekt eine Modifikation der schon bestehenden. Und insofern haben wir einen Alternativvorschlag, der nämlich da lautet, nicht einen Platz oder einen weiteren Platz zu schaffen auf der Bank der Leistungserbringer und den dann für die Berufsverbände der Pflege zu reservieren, sondern eine eigene Bank quasi, vergleichbar der Bank der betroffenen Verbände, zu schaffen, auf der dann die Berufsverbände die Interessen der Berufsangehörigen vertreten können. Wir sind der Meinung, das wäre kein Verlust, auch wenn damit einhergeht, dass man das Stimmrecht verliert erstmal im Qualitätsausschuss, denn jetzt rückblickend, wir hatten ja seinerzeit gefordert, Stimmrecht zu erhalten, aber wenn man nun rückblickend sieht, wie der Qualitätsausschuss arbeitet, wie das Abstimmungsverhalten und Verfahren dort ist, erscheint uns wesentlicher, dass wir dort mit Sprachrecht erhalten, zum Beispiel über ein Antragsrecht, wie es eben auch die betroffenen Verbände haben, dass wir uns an den Diskussionen auch in den Arbeitsgruppen beteiligen können. Wir glauben, das wäre zielführender, wenn wir diesen Weg gehen würden. Das ist ein Weg, auf den auch die Berufsverbände, die eben dort jetzt ringen, um die Vertretung sich einig sind und auch die Mehrzahl der Leistungserbringerverbände unterstützt uns bei diesem Antrag. Wenn denn der Gesetzgeber meint, es solle ein Stimmrecht geben, dann wäre aus unserer Sicht wahrscheinlich noch zielführender zu überlegen, das für den erweiterten Qualitätsausschuss dann vorzusehen. Aus unserer Sicht wäre das Stimmrecht, wenn wir ansonsten Beteiligungsrechte haben, verzichtbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin und an den KBV. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die Veränderung der Dosierung eines Cannabis-Arzneimittels oder der Wechsel der Sorte getrockneter Blüten eine erneute Genehmigung der Krankenkasse nicht mehr erforderlich machen. Wie beurteilen Sie diese Regelung? Vielen Dank. Frau Dr. Müller-Fahl. Mein Name ist Kirsten Müller-Fahl von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Wir begrüßen diese vorgesehene Änderung ganz ausdrücklich, weil sie ganz sicher zu einer Entbürokratisierung beitragen wird. Das ist dringend notwendig und wünschenswert. Wir würden uns ein wenig mehr Präzisierung wünschen, weil wir erleben es aktuell, dass die Krankenkassen oder der MDK dann doch aus unserer Sicht relativ willkürlich eingrenzen. Also beispielsweise bei der Kostenübernahmezusage für Cannabisblüten werden dann willkürlich die Zusagen auf 3 oder 5 oder 6 Blütensorten eingegrenzt. Das müsste sichergestellt werden, dass es solche willkürlichen Eingrenzungen nun nicht mehr geben kann. Und was auch ganz wesentlich in unserer Sicht ist, dass es keine zeitlichen Befristungen mehr gibt. Das sollte auch noch mal präzisiert werden. Im Moment ist es nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass die Kostenübernahmezusage zeitlich befristet wird. Und wenn wir hier eine Entbürokratisierung wollen, müsste auch das aufgehoben werden, dass eine Genehmigung einmal erteilt wird und dann auch dauerhaft gilt. Vielen Dank. Frau Dr. Steiner. Ja, Steiner für die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir begrüßen das ausdrücklich, dass grundsätzlich an dem Genehmigungsvorbehalt festgehalten wird. Aber in dem Fall, in dem eben Dosisanpassungen notwendig sind oder ein Wechsel innerhalb von getrockneten Cannabisblüten oder innerhalb von verschiedenen Cannabisextrakten notwendig ist im Rahmen der Therapie, dass dann eben keine Genehmigung mehr erforderlich ist. Das führt zu einer deutlichen Entlastung der Vertragsärzte und ohne den Kompromiss zu gehen, dass hier dann die Verordnungssicherheit für die Vertragsärzte aufgegeben wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege, Frau Dr. Fix. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass unangemeldete Kontrollen von Apotheken anlassbezogen stattfinden können. Schätzen Sie diese Regelung mit Blick auf die Vorkommnisse der Vergangenheit als ausreichend ein? Sehen Sie gegebenenfalls ergänzenden Regelungsbedarf? Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Vielen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Ja, zunächst ist positiv zu bewerten, dass der neue § 64 3a unangemeldete Inspektion von Apotheken, die parenterale Zubereitung Präparate herstellen, vorsieht.
Diese anlassbezogenen Kontrollen sind aus unserer Sicht jedoch nicht ausreichend, um tatsächlich auch nachhaltig solchen Skandalen wie in der Vergangenheit vorzubeugen. Wir müssen aus unserer Sicht sozusagen den Whistleblower-Schutz stärken. Und vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, dass also gesetzlich die Häufigkeit der unangemeldeten Inspektionen festgelegt wird, zum Beispiel alle 2 Jahre, und dass auch der Umfang der Kontrollen festgelegt wird. Das sollte sich erstrecken auf die Laborräume, auf die Überwachung der Herstellung der Präparate, Personalkontrollen und die Kontrolle der 4-Augen-Protokolle. Danke. Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig. Entschuldigung, meine Frage geht an die DKG. Die DKG problematisiert in ihrer Stellungnahme der Abgabe von Betäubungsmitteln im Rahmen des Entlassmanagements aus dem Krankenhaus an Wochenenden bzw. Sonn- und Feiertagen. Bitte schildern Sie uns in kurzen Worten das Problem. Ja, mein Name ist Ziegler für die DKG. Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Das ist ein Thema, was den Krankenhäusern wirklich unter Nägeln brennt. Und da haben wir auch keine wirtschaftlichen Interessen. Ich will Ihnen das ganz kurz skizzieren. Die Mitgabe von Betäubungsmitteln vor dem Wochenende ist seit Jahrzehnten gängige Praxis. Sie ist einfach erforderlich, um die Versorgung der Versicherten über das Wochenende sicherzustellen. Problem aktuell ist, dass durch die aktuelle Rechtsauslegung dieses unter das Strafrecht fällt. Wir reden hier über ein Strafmaß von 5 Jahren. Also kein Krankenhausarzt darf das mehr tun, weil er wirklich mit einem Bein im Gefängnis steht. Deswegen machen wir den Vorschlag, ändern Sie bitte das Betäubungsmittelgesetz, erlauben Sie die Mitgabe von Betäubungsmitteln genauso wie von normalen Arzneimitteln vor dem Wochenende, damit Patienten einfach versorgt werden. Es geht hier um Schmerzpatienten und viele Kinder. Also das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit, da eine Regelung zu bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens. Und auch das, was jetzt länger dauert, wird nachher abgezogen. Meine Frage richtet sich an den Vertreter des GBA. Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur näheren Bestimmung von Verbandsmitteln in § 31 SGB V? Bitte eine kurze Antwort. Ja, mache ich ganz kurz. Herr Professor Hecken, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Ich bewerte die Regelung als sachgerechte Lösung, die die Verbandsmittelversorgung insoweit erleichtert, als jetzt nicht nur die Wunde abdeckende und flüssigkeitsaufsammelnde Stoffe automatisch und ohne große Prozeduren als Verbandsmittel anerkannt sind, sondern auch solche mit ergänzenden Eigenschaften, ohne diejenigen Produkte automatisch einzuschließen, die eben in der Wunde Medizinprodukte ähnliche Wirkungen entfalten. Damit sind 80-85% der heute im Gebrauch befindlichen Verbandsmittel ohne ein Genehmigungsverfahren automatisch in der Versorgung. Diejenigen, die sich darüber hinaus eines biologischen oder medizinischen oder sonstigen Wirkmechanismus bemühen, der arzneimittelähnlichen Charakter hat, sollen weiterhin einer Nachweispflicht hinsichtlich ihrer Wirksamkeit unterworfen werden. Und das halte ich auch für richtig mit Blick auf die Anforderungen, die wir in anderen Bereichen stellen und mit Blick auf die damit verbundene Kostenentwicklung. Denn das sind Dinge, die sehr hochpreisig sind. Und da kann die Solidargemeinschaft und der Versicherte einen Wirknachweis fordern, wenn das zulasten der Solidargemeinschaft erbracht werden soll. Vielen Dank. Das Fragerecht geht an die AfD-Fraktion. Und die erste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage geht an Herrn Brettauer von Pro Generica, den BPI Dr. Zentgraf und den VFA Dr. Thorn. Die Frage lautet: Wie beurteilen Sie die Forderung, alle derzeitig auf dem Markt befindlichen Arzneimittel auf früher unerwartete, nun aber als Existenz bekannte Verunreinigungen untersuchen zu lassen? Ich denke da an Nitrosodimethylamin, einschließlich der Rückstellmuster, die bei den Firmen vorhanden sind. Danke. Herr Brettauer, Sie haben das Wort. Und den Begriff der Substanz wiederhole ich nicht. Doch.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Ich will es auch kurz machen im Interesse auf Ihre Zeit. Ich glaube, in dem Fall, wo wir es mit Weisertan zu tun hatten, haben unsere Aufsichts- und Zulassungsbehörden tatsächlich eine überragende Aufgabe gemeistert und haben kurzfristig sowohl Rückrufe organisiert, wie auch die Arzneimittel, wo es tatsächlich Risiken gab oder wo es mögliche Risiken hätte gegeben, weitergegeben können, dass man diese Arzneimittel auch weiter untersucht hat. Ich glaube, darüber hinaus sehe ich keinen Anlass, sämtliche Arzneimittel darüber hinaus zu untersuchen, weil das Problem, glaube ich, durch die entsprechenden Zulassungsbehörden sehr gut gemanagt worden ist und die Arzneimittel in kürzester Zeit auch aus der Versorgung zurückgezogen worden sind. Vielen Dank, Herr Zentgraf. Ja, Zentgraf, BPI. Auch ich schließe mich der Meinung von Herrn Bretthauer an, dass es keinen Sinn macht, N-Nitrosodimethylamin generell detektieren zu lassen, auch bei Wirkstoffen, bei denen aufgrund des Syntheseweges gar nicht anzunehmen ist, dass diese vorkommen. Wenn der Verdacht in irgendeiner Form begründet wäre, dass sowas auftreten könnte, dann erfolgt die Untersuchung bereits heute. Also eine zusätzliche Regelung dürfte nicht notwendig sein. Und ich teile auch die positive Meinung über die Mechanismen zwischen Bundesoberbehörden und auch den regionalen Behörden bzw. Aufsichtsbehörden. Das hat gut funktioniert. Vielen Dank, Herr Dr. Trohm. Im Wesentlichen anschließen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Arzneimittelproduktion ist inzwischen global organisiert. Von daher halten wir es für sinnvoll, dass die europäische Zulassungsbehörde sich in Abstimmung mit der US-FDA, mit der japanischen Zulassungsbehörde hier bei solchen Sicherheitsproblemen zusammensetzt und dann entsprechend sinnvolle Maßnahmen ergreift, in diesem Falle eben alle Blutdrucksenker mit Tetrazolring entsprechend prüfen lässt. Und NDMA ist auch nur eines der möglichen Verunreinigungen. Es gibt noch 2, 3 andere, aber das soll in einem konzertierten Programm international abgestimmt erfolgen und nicht hier in eine wilde Testerei ausarten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Schmitz von der ABDA. Sehen Sie die Gefahr, dass die Boniverbote für ausländische Versandapotheken auch nach der Verankerung im Sozialrecht keinen Bestand haben gegen Einsprüche vor der EU-Kommission und künftige Entscheidungen? Herr Schneider, das ist ein separates Gesetz und nicht Gegenstand dieser Anhörung. Okay, dann. Es ist aber unser Antrag und der steht doch hier auch mit auf der Tagesordnung. Dann nehme ich das zurück. Dankeschön. Sie können weiterfragen. Wunderbar. Also nochmal die Frage an Herrn Dr. Schmitz, ob Sie die Gefahr sehen, dass die Boniverbote für ausländische Versandapotheken auch nach der Verankerung im Sozialrecht gegen künftige Einsprüche der EU-Kommission oder Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs Bestand haben werden. Herr Dr. Schmitz, Sie haben das Wort. Herr Schmitz für die ABDA. Wir gehen schon davon aus, dass eine gesetzliche Regelung, die so ein Boniverbot, wie auch immer das gesetzlich konstruiert wird, neu regeln würde, vor dem Europäischen Gerichtshof überprüft wird. Ich glaube, davon können wir sicher ausgehen. Wir sind der Auffassung, dass es vor dem Europäischen Gerichtshof gute Argumente gibt, wie es die auch schon gab für die Preisbindung im Allgemeinen, eine solche Regelung durchzusetzen. Aber eine Garantie dafür, dass der Europäische Gerichtshof in einer bestimmten Richtung entscheidet, wissen Sie, kann ich Ihnen auch nicht geben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband, Herr von Stackelberg. Und ich möchte noch mal ein bisschen auf der Arzneimittelsicherheit herumhacken, denn es geht ja vor allen Dingen um die Patientensicherheit. Sie haben in Ihrer schriftlichen Äußerung angegeben, dass es nicht unbedingt zielführend wäre, alle Mittel überprüfen zu lassen. Was spricht denn eigentlich dagegen, tatsächlich für die Patientensicherheit alle Mittel tatsächlich überprüfen zu lassen, damit es nicht zu diesen Verunreinigungen mit Nitrosaminen kommt? Herr von Stackelberg. Sie geben. Sind Sie einverstanden, wenn Herr Grunberg antwortet? Herr Grunberg. Vielen Dank. Grunberg vom GKV-Spitzenverband. Wir sind ein bisschen kritisch, also nicht, was heißt ein bisschen, wir fragen uns, was es
wo die Zielführung ist, eine flächendeckende Untersuchung auf eben diese Verunreinigung vorzunehmen, eben vor dem Hintergrund, dass ja auch Verunreinigungen mit anderen Nitrosaminen möglich sind. Wenn diese also das Ergebnis einer solchen Untersuchung dann ist, dass keine derartigen Verunreinigungen, auf die man die Suche ausgerichtet hat, zum Ergebnis gekommen sind, allerdings andere Verunreinigungen nicht erkannt worden sind, dann fragen wir uns, war das ein zielführender Prozess? Deswegen gehen wir eher davon aus, dass es sinnvoll ist, die Schwachstellen im Prüfverfahren zu adressieren und gehen auch davon aus, dass dieser Prozess in diese Richtung bereits angelaufen ist. Danke. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Dr. Schmitz vom ABDA. Um kriminelle Strukturen zu verhindern beim Arzneiimport und damit die Importe sicher zu machen, wurde das Silkofarmverfahren eingeführt. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund, dass in der Vergangenheit gerade Importe aus Italien und Griechenland auffällig wurden, dass ausgerechnet diese beiden Länder und auch Belgien noch für Jahre nicht in das System einbezogen werden? Herr Dr. Schmitz. Ja, die Frage muss man zweigeteilt beantworten. Ne? Wir fänden es natürlich schön, wenn in ganz Europa so agiert wird, wie wir das hier in Deutschland getan haben, nämlich die Ideen und Vorstellungen der EU in diesem Bereich mit Silkofarm konsequent umzusetzen und sofort anzuwenden. Das ist natürlich schade, dass das nicht europaweit funktioniert. Also die andere Frage ist aber, ob das in diesem Fall etwas helfen würde. Und ich muss sagen, das Silkofarm-System als solches kann die Gefahr des Einbringens von Fälschungen über die Lieferkette bei den Umpackungsvorgängen, die dort stattfinden, über die verschiedenen Beteiligten europaweit auch nicht vollständig lösen. Deswegen ist das insofern hier dann auch kein Ausweg. Herr Schneider. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage nochmal an Herrn Dr. Schmitz von der ABDA. Befürchten Sie, dass ausländische Versandapotheken die Erhöhung der Apothekerhonorierung, und da ist ja durchaus ein größerer Betrag auch im Spiel oder in der Planung, dass der als unerlaubte Beihilfe eingestuft werden könnte? Und welche Maßnahmen unternehmen Sie, dass diese erhöhten Zuwendungen beispielsweise dadurch, dass sie an bestimmte Dienstleistungen gekoppelt sind, die Apotheker erbringen müssen, dann im Grunde genommen eine solche Einstufung als unerlaubte Beihilfe zu verhindern. Herr Dr. Schmitz. Ja, danke schön, Schmitz, ABDA. Also diese Bewertung würde ja voraussetzen, dass die Dienstleistungen, die dort erbracht werden, einseitig für nationale Einrichtungen, in dem Fall Apotheken, erbracht werden, ohne eine Begründung dafür in gesondert. So, das sehe ich nicht. Also wir werden ja mit den Dienstleistungen solche Dienstleistungen honorieren wollen und fördern wollen, die vor Ort erbracht werden, die im unmittelbaren Kontakt mit den Apotheken erbracht werden. Und da sehen wir den Gesetzgeber frei, für diese bestimmte Art von Dienstleistungen natürlich dann auch eine Honorierung vorzusehen. Das ist aus unserer Sicht kein Verstoß gegen Beihilferegelung. Vielen Dank, Herr Dr. Schlund. Ja, ich möchte gerne anschließen an die Diskussion, die wir gerade mit Herrn Grunberg geführt haben. Und zwar, er sagte ja, dass es eher die Schwachstellen im Prüfverfahren sind, die beseitigt werden sollen. Meine Frage geht an Herrn Zentgraf vom BPI. Zum einen, wie ist die ordnungsgemäße Prüfung, dass eben Nitrosamine nicht mehr auf dem Markt sind oder beziehungsweise am Markt geholt sind? Und wie können diese Schwachstellen in der Prüfung beseitigt werden? Das ist meine Frage zu dem Thema. Herr Dr. Zentgraf. Ja, Zentgraf, BPI, vielen Dank. Da kann ich eigentlich im Wesentlichen auf das verweisen, was mir Herr Kollege Thom gerade angemerkt hat. Es findet aktuell im Hinblick auf mögliche weitere Stoffe, eine konzertierte Aktion auf europäischer, im Schulterschluss mit amerikanischen Behörden, eine Abstimmung statt, welche weiteren Stoffe auf welche zusätzlichen Nitrosamine untersucht werden sollen. Das wird abgeglichen gegen die aktuell durchgeführten GMP-konformen Analysemethoden. Und als Ergebnis dessen wird gegebenenfalls ein weiterer Prüfumfang festgelegt. Stand jetzt kann ich zumindest für die Arzneimittel, die mir aus der persönlichen Praxis geläufig sind, feststellen, dass das nicht enthalten ist. Überall, wo es enthalten sein könnte, prüfen wir und das Ergebnis ist negativ. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an den Verband PKV.
gehe auch noch mal auf die Arzneimittel ein. Wie beurteilen Sie den Umstand, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Regelung enthält, um Arzneimittel, die mit krebserzeugenden Stoffen verunreinigt sind, sofort vom Markt zu nehmen? Halten Sie es notwendig, dass so etwas mit dort aufgeführt wird? Herr Grunberg. Ich meine, die Regelung, die dort der Gesetzentwurf vorsieht, um auf derartige Verunreinigungen zu reagieren, sind ausreichend. Hier werden Mechanismen geschaffen, mit denen man schnell auf derartige Missstände reagieren kann. Insofern weitergehende Regelungen sind aus unserer Sicht vorerst zumindest nicht notwendig. Vielen Dank. Herr Schneider. Ja, danke. Ich möchte meine Frage richten an Herrn Dr. Kortland vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller und an Herrn Dr. Dörje vom Bundesverband Deutsche Krankenhausapotheker. Sie schreiben in den Stellungnahmen, dass die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen einen Ausstieg aus der Standardzulassung irreversibel machen. Haben sich denn Ihrer Meinung nach die Standardzulassungen in der Vergangenheit bewährt und sehen Sie Gründe, sie nicht abzuschaffen, sondern sie stattdessen vielleicht sogar weiterzuentwickeln? Herr Dr. Kortland. Nach unserer Auffassung, Kortland vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Nach unserer Auffassung haben die Standardzulassungen sich grundsätzlich bewährt, weil sie ermöglichen, dass auch ohne eine individuelle Zulassung Arzneimittel durch entsprechende behördliche Vorgaben in Verkehr gebracht werden können. Dieser Weg sollte auch nach unserer Auffassung in der Zukunft offen gehalten werden. Wir halten es auch für notwendig, dass die Sachverständigenausschuss oder der Sachverständigenausschuss für Standardzulassung weiterhin einbezogen wird. Denn hier besteht die Möglichkeit, dass wissenschaftliche Experten ihre Expertise in die Entscheidungen des Verordnungsgebers einbringen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Dörje. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde mich meinem Vorredner anschließen wollen. Wir halten das auch, wir haben zwar nicht direkt Stellung genommen, aber für ein weiterhin wichtiges Instrument der gemeinsamen Bewertung. Und die Standardzulassung sollten ebenso auch bestehen bleiben. Vielen Dank, Herr Dr. Schlund. Ja, meine Frage nochmal an Herrn Zentgraf, BPI. Ich war noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Wir haben gehört, dass die GMB-konformen Analysemethoden wohl ausreichen würden. Ich glaube nicht und es ist auch nicht plausibel, dass das wirklich zu einer entsprechenden Sicherheit führen würde. Wäre es denn nicht besser, die Herstellung nach Europa zurückzuholen? Und das Zweite ist, welche wirksamen Anreize sieht das GSAV dazu vor? Herr Dr. Zentgraf. Ja, Zentgraf, BPI. Zunächst zum ersten Teil der Frage. Sie müssen berücksichtigen, dass die Analytiker, die Leute, die mit Kontrolllabor arbeiten, bei der Untersuchung auf Nitrosamine auch mit Nitrosaminen arbeiten müssen. Das heißt, das macht man nicht ohne Not. Das macht man nur, wenn es sinnvoll, angemessen und notwendig ist. Das haben wir auch im Sozialgesetzbuch häufiger stehen und auch da trifft es zu. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass es sinnvoll wäre, wo immer möglich, Wirkstoffproduktion aus Asien, insbesondere im Bereich Antibiotika, es gibt auch viele Zytostatika, wo wir inzwischen von Asien abhängig sind, zurückzuholen. Zurückholen ist ein großer Schritt, wo ich aber auch darauf hinaus möchte, wir sollten sicherstellen. Und da haben wir in der Vergangenheit häufiger diverse Mechanismen adressiert, dass nicht weitere Wirkstoffproduktion aus Europa verschwindet. Wir können damit anfangen, bei Rabattverträgen eine Mehrfachvergabe durchzuführen. Wir können bei Rabattverträgen Wert darauf legen, dass die Herstellung tatsächlich mindestens eines derjenigen, der den Zuschlag kriegt, tatsächlich auch in Europa stattfindet. Wir können darauf Wert legen, dass Festbeträge tatsächlich in einem Niveau bleiben, die es erlauben, noch wirtschaftlich in Europa zu produzieren. Und wenn wir diese Maßnahmen durchführen, dann bin ich davon überzeugt, dass zumindest nicht bei weiteren Wirkstoffen die Abwanderung aus Europa funktioniert. Ich habe da insbesondere auch die Biosimilars im Auge. Das Thema wird ja sicherlich auch noch kommen. Die automatische Substitution in Verbindung mit Rabattverträgen wäre der beste Weg, diesen wertvollen Wirtschaftszweig hier auch in Europa zu schädigen.
Ich bin schon zu weit vom Thema weg. Vielen Dank. Herr Spangenberg, Sie haben noch ein paar Sekunden für Frage ja, und Antwort. Ich wollte mich, die Frage geht an Professor Ludwig von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Sie haben in der Vergangenheit Lieferengpässe bei einer zwischenzeitlich bereits eingetretenen Monopolisierung und Oligopolisierung auf dem Generikamarkt beklagt. Sollte dann überhaupt am Instrument Rabattverträge festgehalten werden? Und falls ja, welche Änderungen halten Sie dann für geboten? Vielen Dank. Da ich nur wenige Sekunden habe, genau. Ludwig, Bundesärztekammer AKDE. Ich persönlich glaube, dass wir weiterhin absolute Probleme haben bei Lieferengpässen, Versorgungsengpässen, obwohl viele sinnvolle Maßnahmen ergriffen wurden. Wir haben in unserer Stellungnahme andere Maßnahmen noch erwähnt, die wir für dringend notwendig erachten, sowie absolut die Verpflichtung, im Arzneimittelgesetz drohende Lieferengpässe tatsächlich auch zu melden, nicht nur den Krankenhäusern. Ich glaube nicht, anders als Herr Zehngraf, dass die Rabattverträge die entscheidende Ursache sind der Lieferengpässe. Ich glaube, es gibt viele andere Ursachen. In der Kürze der Zeit kann ich das nicht ausführen. Ich halte, um Ihre Frage klar zu beantworten, die Beendigung der Rabattverträge nicht für eine Conditio sine qua non dafür, dass wir die Versorgungsengpässe besser in den Griff bekommen. Vielen Dank auf den Punkt und die 15 Sekunden ist ein kleines Geburtstagsgeschenk für den Herrn Spangenberg, der heute Geburtstag hat. Die nächste Fragerunde geht an die FDP und die erste Frage stellt Frau Aschenberg-Dugnus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband und betrifft die Arzneimittelsicherheit. Bezüglich der Haftung für herstellungsbedingte Verunreinigungen von Arzneimitteln durch den jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer sehen Sie ja Änderungsbedarf. Können Sie mir bitte kurz darstellen, warum aus Ihrer Sicht weitere Änderungen notwendig sind? Vielen Dank. Herr Grunenberg. Nee, diesmal. Nee. Herr von Stackelberg selber. Ja. Vielen Dank. Ganz kurz, es ist vollkommen richtig, dass die Krankenkassen zukünftig nicht mehr dafür verantwortlich sind, wenn in der Pharmaindustrie entsprechende Verunreinigungen oder Arzneimittel mit schwerwiegenden Mängeln in Verkehr gebracht werden. Wir haben den Referentenentwurf gesehen, da war noch eine klare Verantwortung, dass wir als GKV uns an den pharmazeutischen Unternehmer wenden können, was die Regressansprüche betrifft. Das ist jetzt auf den Großhandel übergeleitet. Da kann ich nur bitten, hier die entscheidenden Institutionen im Bundestag, lassen Sie das so wie im Referentenentwurf. Wir brauchen die Haftung des pharmazeutischen Unternehmers direkt. Wir brauchen klare Haftungsregeln und der pharmazeutische Unternehmer sollte für Schäden einstehen, die er verursacht hat. Ob das schuldhaft oder sonst was war, spielt keine Rolle, sondern wir wollen uns nicht an den Großhändler wenden. Das gibt nur Komplikationen, einen Riesenaufwand. Die klare Regelung, so wie im Referentenentwurf, bitte führen Sie die wieder ein. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den BPI und betrifft die Rückrufkompetenzen der Bundesoberbehörden. Der Bundesrat schlägt ja vor, die in § 69 Absatz 1b AMG normierten Rückrufkompetenz für die zuständigen Bundesoberbehörden dahingehend zu erweitern, dass Rückrufe von Arzneimitteln auch dann angeordnet werden können, wenn die entsprechende Arzneimittelzulassung hiervon unberührt bleibt. Wie schätzen Sie diesen Änderungsantrag des Bundesrates ein? Vielen Dank. Herr Dr. Zentgraf. Jetzt geht's, ne? Ja, Zentgraf, BPI, vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus, für die Frage. Wir begrüßen die Bundesratsinitiative und unterstützen, dass, wie es durchaus auch aktuell schon möglich ist, bei zulassungsrelevanten Abweichungen eine Rückruf durch die Bundesoberbehörde angerufen werden kann. Uns ist aber in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass die Koordinierungsfunktion auch in GMP, das heißt in Qualitätsaspekten, weiter gestärkt wird und die Überwachungsbehörde der Landesbehörden auch personell verstärkt werden. Wie viele Kollegen erleben auch die Unternehmen, für die wir hier stehen, die Situation, dass GMP-Inspektionen häufig doch auf den letzten Drücker kommen. Somit setzen wir uns eindeutig und klar dafür ein, dass die Überwachungsbehörden qualitativ und quantitativ aufgerüstet werden.
In Zusammenhang mit der verstärkten Koordination auf Bundesebene sollte das ein weiteres Plus an Sicherheit bringen und dieses Gesetz somit seinem Namen Ehre machen. Bei Rabattverträgen ist es vielleicht auch grundsätzlich wichtig und richtig, ich wiederhole mich gerade, es passt nicht so ganz zur Frage, die nationale Herstellung weiter zu fördern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Aschenbeck-Duckmus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den VfA. Welche Auswirkungen sehen Sie durch die geplante Neuregelung der Hämophilieversorgung auf die Versorgung von Bluterkrankten, insbesondere durch Hämophiliezentren? Vielen Dank. Herr Dr. Drohm. Wir sehen diese Änderung als einen unnötigen Eingriff in eine gut funktionierende Versorgung. Da stimmen wir auch mit den Betroffenen überein. Es gibt keine Gewährleistung mehr von Betreuung durch hämatosiologisch qualifizierte Ärzte. Herr von Stackelberg hat darauf hingewiesen, dass man die Präparate dann ortsnah bei der Apotheke abholen kann. Aber das trifft natürlich nicht den Kern des Problems, nämlich die Betreuung durch den entsprechenden Arzt. Wir sind auch verwundert, der GBA legt größten Wert darauf auf Mindestmengenregelungen und dergleichen, warum man hier jetzt ohne Not die schon bestehenden Hämophiliezentren ausdünnen will. Wir verweisen auf die Stellungnahme des Bundesrates, der wiederum auf den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz verwiesen hat von 2008 mit einem klaren Bekenntnis, dass sich diese Regelung, die damals extra zur besseren Betreuung eingeführt wurde, auch letztendlich bewährt hat. Die Bestückung des Hämophilieregisters wurde angesprochen und last but not least, es ist ein massiver Eingriff in die Preisfestsetzungskompetenz hier der Hersteller, die durch den Einwurf hier von Herrn von Stackelberg sogar noch verschärft werden sollte. Das sehen wir als extrem negatives standortpolitisches Signal an. Wir haben einen klaren Vorschlag gemacht, wie man mit ganz wenig Änderungsaufwand die bisher bestehende Ungleichbehandlung von diesen Präparaten beseitigen könnte, indem man einfach schreibt, dass die für die Hämophilieversorgung notwendigen Präparate zur Selbstbehandlung, zur Selbstanwendung durch den Patienten aus der Apothekenpflicht herausgenommen werden und dadurch eben auch die modernen oder ein neueres Präparat auf monoklonale Antikörperbasis hier eine Gleichbehandlung erfahren würde. Frau Aschenbeck-Duckmus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bleibe beim Thema und meine Frage geht an die Abda. Die Apotheken erhalten ja nach Inkrafttreten des GSAV eine größere Rolle bei der Versorgung mit Hämophiliepatienten. Bereits seit einem Jahr gibt es ja schon Erfahrungen mit dem Vertrieb von neuen Präparaten, die eben noch nicht unter den Direktvertrieb fallen. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich der flächendeckenden Versorgung von Hämophiliepatienten, insbesondere auch mit Blick auf die notwendigen Dokumentationspflichten? Vielen Dank. Herr Dr. Schmitz. Also uns liegen keine konkreten Zahlen zur Hämophilieversorgung vor, aber wir sind ja in den Apotheken sozusagen darauf getrimmt, wenn ich das so sagen darf, zu dokumentieren, die Abgabevorgänge, die Bezugsvorgänge zu dokumentieren, da wo das der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber vorschreibt. Das heißt, wir sehen die Apotheken hier durchaus gut in der Lage. Wir werden ja auch Vorgaben gemacht für die Dokumentation in der Apotheke, jetzt diese Dokumentation sauber, ordentlich, konsequent durchzuführen und da, wo es der Gesetzgeber verlangt, auch Meldungen vorzusehen. Man muss im Bereich der Hämophilie sicher noch mal schauen, dass wir das Thema der chargenbezogenen Zuordnung dann klären. Da ist immer noch ein bisschen Ergänzungsbedarf in der Frage der Meldewege, was die Einzelsachverständige eben auch angesprochen hatte. Das ist aber lösbar und wir können in Apotheken diese Dokumentation vollständig, lückenlos und ordentlich bewerkstelligen. Vielen Dank, Frau Aschenbeck-Duckmus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den VfA und betrifft die Biosimilars. Ist die Rückverfolgbarkeit und eindeutige Zuordnung von UAW-Meldungen, also die Nebenwirkungsmeldungen, bei einer automatischen Substitution von Biologica sichergestellt? Vielen Dank, Herr Dr. Drohm. Wir sehen als VfA die Out-Idem-Regelung sehr kritisch, denn der Arzt weiß letztendlich nicht, welches konkrete Präparat sein Patient in der Apotheke erhalten hat. Diese Rückkopplung ist einfach nicht da. Und dessen ungeachtet muss man auch darauf hinweisen, dass ein häufiger Wechsel bei der Zuordnung von Nebenwirkungen Probleme macht, wenn diese Nebenwirkung nicht sehr zeitnah nach der Anwendung auftritt.
Und das ist bei Biologika häufiger der Fall. Wenn der Patient alle 2 oder 3 Monate ein anderes Präparat erhält, kann man nicht mehr zuordnen, welches konkrete Präparat letztendlich dann seine Probleme verursacht hat. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Allianz chronischer seltener Erkrankungen e.V. und betrifft Orphan Drugs. Die Frage lautet: Wie bewerten Sie die geplanten Neuregelungen zu Orphan Drugs hinsichtlich des gemeinsamen Ziels der Verbesserung der Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten, die an seltenen Erkrankungen leiden? Vielen Dank. Frau Mann. Mann von der Allianz chronischer seltener Erkrankungen Achse. Wir als Patientenorganisation und als Achse, aber auch unsere Schwesterorganisation in Europa verlangen schon länger eine weitergehende Datenerhebung, allerdings nicht was Produktenregister angeht, sondern Patientenregister, genau um besser zu verstehen, wie eine Erkrankung gut behandelt werden kann und auch vergleichen zu können, was verschiedene Produkte bewirken oder auch die Nichtbehandlung, was das bewirken würden. Wir glauben allerdings nicht an nationale Alleingänge. Unsere größte Sorge ist die Tatsache, dass Deutschland alleine voranschreitet und dieses Thema voranbringt. Sie hatten nur über Diagnose gefragt, ne? Okay, dann sage ich auch noch, welche Gefahren wir da sehen bei diesem nationalen Alleingang. Es gibt eigentlich 4 Gefahren. Das eine ist, wir können Hersteller nicht zwingen, auf den deutschen Markt zu gehen. Wenn nur in Deutschland solche Daten zu erheben sind, könnte es attraktiv sein, gar nicht erst den deutschen Markt zu betreten. Wir geben zu bedenken, dass es ungefähr 150 Orphan Drugs im Moment gibt, dafür aber 8000 verschiedene seltene Erkrankungen, eine ganze Reihe Millionen von Menschen, die gar kein Arzneimittel zur Verfügung haben. Und wenn wir die Türen eröffnen, dass wir in Europa mehrere nationale Alleingänge haben, vielleicht fängt Deutschland an, machen die Franzosen mit und auch noch ein paar andere, haben wir vielleicht theoretisch bis zu 27 verschiedene Regelungen. Das versaut das Investitionsklima, weil man ja gar nicht mehr weiß, worauf man sich einstellen muss und wie ein Business Case überhaupt berechnet wird. Die Arzneimittel werden für seltene Erkrankungen würden auf internationaler Ebene zugelassen, auf europäischer Ebene zugelassen. Die Datensammlung soll auch auf europäischer Ebene stattfinden. Das ist auch der Grund, warum wir uns für eine europäisches HTA ebenfalls ausgesprochen habe. Auf europäischer Ebene muss abgestimmt werden, was sind eigentlich die Fragen, die wir haben und welche Fragen sind nach der Zulassung noch wichtig. Und wir können nicht, jeder kann sein eigenes Süppchen kochen. Es besteht außerdem die Gefahr, dass ein Wettbewerb um die Patienten steht zwischen den verschiedenen Registern, zwischen den verschiedenen Nationalitäten, um überhaupt diesen Daten sammeln zu können. Und als letztes möchte ich noch einmal auf diesen Zugangsgefahr hinweisen, dass wenn deutsche Ärzte in diesem nationalen Datenerhebungsvorgang eingebunden sein müssen, um Arzneimittel verschreiben zu können, dass die Gefahr besteht, dass der wirklich gute Zugang, der im Moment in Deutschland für Orphan Drugs besteht, worauf Deutschland auch stolz sein darf, geschadet wird. Was uns dazu auch noch entzürnt, ist, dass es keine Gefahr im Verzug gibt. Warum wird eine solche Regelung hoppla hopp ohne Abstimmung mit den europäischen Behörden und auch ohne Abstimmung mit der Patientenvertretung so durch im Parlament gejagt? Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Gematik und betrifft das E-Rezept. Wie stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen, die Sie nach dem aktuellen Gesetzestext bis 30.06.2020 erstellen müssen, praxisorientiert, interoperabel und auf Basis internationaler Standards basieren, sodass das E-Rezept eine nutzstiftende Anwendung für die Patienten und vor allem auch für die Leistungserbringer darstellt? Frau Seebach, Sie haben das Wort und ich bin gespannt, ob Sie diese komplexe Frage in 24 Sekunden beantworten können. Ich versuche es. Vielen Dank, Karin Seebach von der Gematik. Die Gematik, die Gesellschafter der Gematik sind ja die Selbstverwaltung, die Spitzenorganisation der Selbstverwaltung, und die bringen sich da immer sehr aktiv ein. Wir machen das auch, wir legen die Spezifikationen auch nicht im stillen Kämmerchen fest, sondern wir haben ja auch Austausch. Wir werden halt beraten durch unsere Gesellschafter, die wiederum da ihre Kompetenzen mit einbringen. Wir haben Austausch mit der Industrie.
Wir sind mit dem BSI und mit dem BFDI im Austausch und insofern haben wir das ja bis jetzt auch geschafft, dass wir Spezifikationen festlegen, die dann auch Nutzen haben werden und die interoperabel untereinander sind und da bin ich also ganz zuversichtlich. Vielen Dank. Sie geben Hoffnung, Sie schaffen das. Genau, so ist es. Prima. Dann ist als nächstes die Fraktion Die Linke am Zug mit Frau Gabelmann. Vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an den Bundesverband Deutscher Heilpraktiker, an den Herrn Kemper. Mit der Frage, wie bewerten Sie die mit dem GSAV geplanten Änderungen aus Sicht der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker und welche Auswirkungen hätten diese insbesondere auf Eigenbluttherapien? Herr Kemper. Siegfried Kemper, Bund Deutscher Heilpraktiker. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Arzneimittelgesetz soll die Herstellung und Anwendung verschreibungspflichtiger Substanzen rechtssicher unter Arztvorbehalt stellen. Das Transfusionsgesetz die Risiken bei Blutspenden, Blutprobenübernahmen im Sinne von Blutprodukten. Das ist sehr zu begrüßen. Doch die vorgesehenen Änderungen von § 13 und 20 sind eindeutig nicht in ihrer Auslegung, aber sie implizieren wirklich ein Verbot von Eigenblutbehandlungen durch uns Heilpraktiker. Wir geben zu bedenken, so ein Verbot hat das Arzneimittelgesetz im Gesetzeswillen bisher nicht gehabt, denn die Eigenblutbehandlung wurde ja gerade bei der Novelle 2009, also vor 10 Jahren, explizit als erlaubnisfrei, nur anzeigepflichtig gestellt. So sind die Formulierungen entstanden. Das hat auch einen wichtigen Hintergrund und einen berechtigten. Die Eigenbluttherapie ist nicht risikobehaftet, sie ist sicher. Ein Verbot dieser Therapie würde uns Heilpraktiker jedoch wie ein Berufsverbot nahe kommen, denn nach Akupunktur und Homöopathie ist die Eigenblutbehandlung das dritthäufigste Verfahren der Naturheilkunde. Es werden jährlich mehrere Millionen Anwendungen schadfrei gemacht. Die Risiken würden ja nur entstehen, wenn Blut oder Gewebe einem Patienten entnommen, transportiert, untersucht, aufbereitet, dann später an einem völlig anderen Ort, einem ganz anderen Menschen, vielleicht bei einer Operation demselben verabreicht wird. Da müssen die Schwachstellen kennzeichnen, aufbewahren, transportieren, verfahren, wirklich gesetzlich geregelt werden. Bei der Eigenbluttherapie jedoch hält der Patient sein eigenes, von ihm selbst, eben halt hier wird das Blut, innerhalb Augenblicke zurück im selben Raum. Und es gibt auch keine Verwechslungsmöglichkeit, weil nur ein Patient ja behandelt werden kann. Es gibt also auch nicht eine Infektionsgefahr, wie auf Seite 44 in der Drucksache begründet wurde, Hepatitis C als Beispiel. Denn ein Patient kann mit seinem eigenen Blut ja nicht sich anstecken. Das Robert-Koch-Institut hat in seinem jährlichen Jahresbericht zum Beispiel 2016 4.855 Hepatitis-C-Fälle dokumentiert aufbereitet, keine einzige in einer Heilpraktikerpraxis, auch nur 3 in 3 genannten Arztpraxen, also auch in der Medizin generell verschwindend gering. Da ist die Problematik sexueller Kontakt, Drogenmissbrauch. Aus Zeitgründen wurde ich um eine knappe Antwort gebeten, möchte ich auch einhalten. Und ich habe dafür eine Stellungnahme des BDHs ja auch hier vorgelegt. Das sind auch konkrete Formulierungsvorschläge über eine Arzneimittelsicherheit, Patientenschutz, dieses wichtige Anliegen, aber bitte auch die Eigenbluttherapie, die etwas in der Praxis besteht, was ja gar nichts mit Verschreibungspflicht, mit Apotheken, mit Abgabe, mit Mixen zu tun hat, das bitte einzuführen. Ich danke sehr für die Frage und möchte kurz schließen. Vielen Dank. Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, Frau Professor Müller-Pfahl. Die Genehmigungsfrist für die ambulante Verordnung von Cannabis, nachdem ein Patient im Krankenhaus darauf eingestellt wurde, soll auf 3 Tage abgesenkt werden. Dadurch sollen Unterbrechungen bei der Behandlung beim Sektorenübergang vermieden werden. Denken Sie, dass die Regelung ihren Zweck erfüllen wird? Und falls nein, was schlagen Sie vor? Frau Dr. Müller-Pfahl. Ja, Kirsten Müller-Pfahl von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Wir begrüßen es zunächst, dass im Gesetzentwurf in der Tat jetzt auch eine Regelung vorgesehen ist, den Übergang von der stationären in die ambulante Behandlung zu regeln. Aber wir halten diese 3-Tage-Frist in der Tat für völlig irreführend. Es wird ja gerne der Vergleich erhoben, dass jetzt eine Frist vorgesehen sei, die der entspricht bei der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Hier handelt es sich aber um einen fundamentalen Denkfehler, weil hier gibt es ja einen erheblichen Unterschied. Der Patient hat ja schon eine Behandlung, wenn sie denn während der stationären Therapie begonnen wurde, wird dann entlassen und dann beginnt salopp gesagt das Desaster. Der Patient muss dann nämlich erstmal einen Patienten finden, der die ambulante Behandlung fortsetzen will. Das kann Wochen oder Monate dauern. Wenn er dann den Arzt gefunden hat, muss der Arzt ja erstmal den Antrag stellen. Das wird auch einige Tage oder vielleicht Wochen in Anspruch nehmen. Und dann spielen diese 3 Tage eigentlich gar keine Rolle mehr, denn im günstigen Fall wird es dann trotzdem zu einer mehrwöchigen oder monatlichen Unterbrechung der Behandlung kommen.
gar nicht diskutiert ist bisher, was passiert denn, wenn die Krankenkasse das nicht genehmigt. Das heißt also, der Patient hatte eine für ihn wirksame Therapie während der stationären Behandlung und dann muss die Behandlung abgebrochen werden und wird auch nicht wieder neu aufgenommen, weil die Kostenübernahmezusage eben verweigert wird. Und insofern kann man, glaube ich, mit dieser 3-Tages-Frist mitnichten davon sprechen, dass diese Neuregelung dazu dient, die Sicherstellung einer reibungslosen Versorgung zu gewährleisten. Wir schlagen vor, diese Frist komplett zu streichen. Wenn während der stationären Behandlung eine Therapie begonnen wird, sollte sie nahtlos, reibungslos, ohne erneute Genehmigung fortgesetzt werden. Und wir sehen hier auch nicht ein finanzielles großes Problem, weil die Zahl dieser Patienten wird sehr gering und klein sein. Und es wird mitnichten so sein, dass einzelne Patienten sich stationär aufnehmen lassen, um dann an diese Behandlung zu kommen. Das ist in meinen Augen völlig absurd. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Gabelmann. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Progenerika und die BAG Selbsthilfe. Wir haben ja jetzt eben schon von der Ärzteschaft, der Apothekerschaft und von Teilen der Krankenkassen zumindest gehört, dass sie die Regelung der Importförderklausel für obsolet halten. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal Herrn Bretthauer und Frau Doka um ihre Meinung bitten. Herr Bretthauer. Herzlichen Dank, Borg Bretthauer von Progenerika. Ich kann mich den Ausführungen, die insbesondere von der Ärzteschaft, Apothekerschaft gekommen sind, nur anschließen. Insbesondere auch den Ausführungen von Herrn Stackelberg. Da haben wir offensichtlich ja hier in dieser Runde bisher einen sehr breiten Konsens. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr für eine weitere Förderung von Parallelimporten. Ich will noch einen Aspekt hinzufügen. Ich hatte vor einem Jahr eine Dienstreise nach Rumänien und habe sehr live mitbekommen, wie sozusagen teilweise dort Standard-Generika-Krebstherapien nicht verfügbar sind, weil über verschiedene Handlungswege diese Arzneimittel aus Rumänien abfließen. Und ich finde, das ist auch eine ethische Frage, der wir uns als Deutschland, als eines der reichsten Länder wohlgemerkt in Europa stellen müssen. Das heißt, es darf natürlich und soll weiterhin, Stichwort Warenverkehrsfreiheit, Reimporte geben. Aber es gibt keinen Grund, unserer Auffassung nach, diese noch zu fördern. Vielen Dank, Frau Dr. Doka. Siri Doka, BAG Selbsthilfe, ganz herzlichen Dank für die Frage. Auch ich kann mich da weitgehend anschließen. Aus unserer Sicht bringt die Importförderklausel wirklich nur geringe Einsparungen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch gefreut, dass es hier offensichtlich einen Konsens gibt, dass diese Förderung abgeschafft werden sollte, weil wir erhebliche Risiken für Patientinnen und Patienten sehen aus dieser entsprechenden Förderung. Die Arzneimittelfälschungen haben hier durchaus, es gibt ein höheres Risiko auf Arzneimittelfälschung. Insofern würden wir die Abschaffung der Förderung ausdrücklich befürworten. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich nochmal an Progenerika. Um Lieferengpässe zu vermeiden, sollen entsprechende Kriterien bei der Ausschreibung der Rabattverträge vorgeschrieben werden. Ist diese Regelung nach Ihrer Auffassung geeignet, Lieferengpässe bei den Rabattarzneimitteln zu vermeiden? Vielen Dank, Herr Bretthauer. Ja, Borg Bretthauer, Progenerika. Diese Passage haben wir natürlich auch mit Interesse im Gesetz zur Kenntnis genommen, im Gesetzesentwurf. Wir glauben nicht, dass die an sich bisher hinreichend ist. Wir glauben, dass das eher eigentlich was widerspiegelt, was in den einzelnen Rabattverträgen zwischen Unternehmen und zwischen Krankenkassen schon abgebildet wird, also in den Verträgen schon tatsächlich stattfindet. Was wir tatsächlich auch vorschlagen in unserer Stellungnahme, da will ich aus Gründen Ihrer wertvollen Zeit nicht nochmal alles wiederholen, was Herr Dr. Zentgraf gesagt hat, aber im Grunde, man könnte schon sehr klar heute anfangen, an der Stelle für eine stärkere Pluralität in der Versorgung zu arbeiten. Das heißt, die Verantwortung für die Versorgung auf mehrere Schultern zu verteilen, um dadurch Engpässe zu vermeiden. Weil das Problem, was wir haben, tatsächlich, wenn nur ein einziges Unternehmen unter Rabattvertrag ist, im Regelfall alle anderen nicht kurzfristig einspringen könnten, wenn dieses Unternehmen einen Lieferengpass hat. Das haben wir in der Erfahrung ganz oft gesehen. Insofern sehen wir überhaupt keinen Grund, warum sollte man nicht hergehen und sagen, ja, wenn es Rabattverträge gibt, bitte an mehrere Unternehmen. Man könnte sogar aus dem Walsertal-Fall noch Lektionen lernen und sagen, jedes dieser Unternehmen sollte einen anderen Wirkstoffhersteller unter Vertrag haben, um dann auszuschließen, dass alle gleichzeitig möglicherweise in ein Problem laufen. Und drittens schließlich, was Herr Dr. Zentgraf gesagt hat, Sie könnten auch einen zusätzlichen Zuschlag machen für einen Hersteller, der den Wirkstoff aus Europa bezieht. Danke. Vielen Dank, Frau Gabelmann. Ja, meine nächste Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin.
Ein großes Ärgernis nach Inkrafttreten des Cannabis-Medizingesetzes ist der enorm gestiegene Abgabepreis in den Apotheken. Und nun sollen sich Apothekerverband und Krankenkassen auf Verbesserungen einigen. Wie stellen Sie sich eine gute Regelung in diesem Bereich vor? Frau Dr. Müller-Fahl. Ja, Kirsten Müller-Fahl von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Sie sprechen einen Punkt an, der in der Tat erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat und bereitet, dass die Kosten enorm gestiegen sind. Und dies führt in der Tat auch dazu, dass sich die Versorgung in manchen Teilen eben gerade nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Wir halten es auch für dringend erforderlich, dass hier Neuregelungen geschaffen werden. Allerdings plädieren wir dafür, dass die Arbeit, die die Apotheker leisten, auch angemessen honoriert werden muss. Denn es ist jetzt schon heute so, dass nicht alle Apotheken oder anders und besser formuliert nur wenige Apotheken sich überhaupt an der Versorgung mit cannabisbasierten Medikamenten und speziell mit Cannabisblüten beteiligen. Und gerade die Erstvergabe erfordert einen hohen Beratungsaufwand und der muss auch entsprechend honoriert werden und das sollte man berücksichtigen. Wir denken aber in der Tat, man könnte den Prozess vereinfachen, weil nicht jede Charge von Cannabisblüten in der Apotheke neu geprüft werden muss. Hier gibt es Modelle aus anderen Ländern, dass man Chargen zentral prüfen lässt, sodass dann gewährleistet ist, dass in der Dose das drin ist, was auch draufsteht. Und das muss sicherlich nicht jeder Apotheker immer ständig wieder neu tun. Und so könnte man sicherlich in der Tat viele Kosten einsparen. Herr Weinberg. Ja, eine Frage noch an die BAG Selbsthilfe. Frau Dr. Doka, Sie fordern die Anrechnung der Auszubildenden auf den Stellenschlüssel nicht nur im ersten Ausbildungsdrittel, sondern für den gesamten Ausbildungszeitraum abzuschaffen. Können Sie diese Forderung kurz begründen und welche Auswirkungen hätte das für die Eigenanteile der Menschen mit Pflegebedarf? Kurz nehmen wir wörtlich, Frau Dr. Doka. Ja, Siri Doka, BAG Selbsthilfe. Also wir haben durchaus die Befürchtung, dass Auszubildende stärker für die Pflege herangezogen werden und weniger Zeit für die Ausbildung verwendet wird. Auf der anderen Seite geht es natürlich hier auch um die Ausbildungskosten, die leider wahrscheinlich auch auf die Eigenanteile der Pflegebedürftigen dann durchschlagen werden. Und auch dies ist wiederum ein Beispiel dafür, dass wir dringend eine Reform der Pflegeversicherung benötigen, weil gerade die Ausbildungskosten und die Investitionskosten sind die Kosten, wo die Pflegebedürftigen kaum Verständnis dafür haben, dass sie sie zu tragen haben. Und insoweit würden wir uns dringend wünschen, dass diese Reform der Pflegeversicherung angegangen wird. Vielen Dank. Da gibt es mit Sicherheit eine neue Anhörung. Und das Wort geht jetzt an die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Und die erste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Gonter. Stellt sie nicht, Frau Schulz-Asche. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Christian Schepperle von der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. Sehr geehrter Herr Schepperle, welche Befürchtungen haben Sie bezogen auf die Versorgung von Hämophilie-Erkrankten, wenn diese zukünftig in Teilen über Apotheken erfolgen soll? Herr Schepperle, Sie haben das Wort. Auch Sie waren vom Taxistreik betroffen. Genau, Interessengemeinschaft Hämophiler Schepperle. Wenn das GSAV umgesetzt wird, betrifft es alle uns betroffenen Medikamente. Wir sehen das mit großer Besorgnis, weil die Sicherheit und die qualitative Versorgung sich unserer Meinung nach verschlechtern wird. Kurzfristig gesehen ist es so, dass eine Notfallbeschaffung auch bei bestehender Prophylaxe bei Hämophilen häufig notwendig ist, bei zusätzlichen Blutungen oder Durchbruchsblutungen auch. Da kann dann der Bestand, der zu Hause gelagert wird, schnell aufgebraucht sein. An Wochenenden, an Feiertagen oder auch wenn man im Urlaub ist, hat man dann Probleme, sich die Medikamente zu besorgen. Ebenso werden die Apotheken dann auch kein Notfalldepot bereithalten können. Dazu sind die Medikamente einfach zu umfangreich und auch eine Beratung zu komplex. Langfristig gesehen wird es den Patienten viel zu einfach gemacht, quasi eine Abwanderung vom Hämophiliezentrum vorzunehmen. Dadurch, dass die Patienten oft weite Wege haben, nun aber ihre Medikamente über den Hausarzt beziehen können und um die Ecke in der Apotheke besorgen, ist dies ein ganz einfacher Schritt. Und das betrifft vor allem dann auch die jüngeren Hämophilen oder die Familien mit neu diagnostizierter Hämophilie. Die kennen noch nicht den Bezug zum Hämophiliezentrum, der bei den erwachsenen Hämophilen über Jahre, über Jahrzehnte gewachsen und ein Vertrauensverhältnis sich gebildet hat. Gerade junge Familien und die neu diagnostizierten
haben dann einfach die Möglichkeit, ihr Rezept beim Pädiater, beim Hausarzt zu holen und die langen Wege zu meiden. Die haben noch nicht die Erfahrung gemacht, was es heißt, eine Blutung, einen Akutfall übers Hämophiliezentrum klären zu müssen. Dieses Vertrauensverhältnis ist auch in der Hämophilie sehr tief verankert. Ältere Hämophile werden ein Hämophiliezentrum nicht verlassen. Aber gerade die Jüngeren sehen wir ganz kritisch. Und auch das Argument, dass zum Beispiel gesagt wird, jeder schaut nach seiner Gesundheit und geht dorthin, wo es ihm am besten tut, ist mitnichten so. Wir hätten keine Wohlstandskrankheiten, wenn wir das so machen würden. Und das Problem ist auch weitergehend, wenn quasi die Behandlung aus der Versorgung von Hämostasiologen herausgelöst wird, fällt diese komplexe Erkrankung in einen Bereich, die es nicht ordentlich versorgen können. Wir gehen auch mit einer Sprunggelenksfraktur nicht zum HNO-Arzt, sondern dann auch zum Spezialisten. Aber das wird halt sehr schwierig, hier dann auch durchführen zu können. Und wir sind überzeugt, dass die Umsetzung des GSAV nachhaltig und auch langfristig gefährlich ist und Schäden verursachen wird, die wir heute eigentlich bei den Hämophilen nicht sehen. Wir werden da um Jahrzehnte dann auch wieder zurückversetzt. Danke. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Herrn von Stackelberg vom GKV-Spitzenverband. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll ja auch auf die Verunreinigung bei Valsartan reagiert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für ausreichend, um eine Verbesserung der Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Oder welchen Handlungsbedarf sehen Sie zusätzlich? Herr von Stackelberg. Ja, danke. Der Gesetzentwurf spricht aus unserer Sicht die richtigen Themen an. Ich kann mich aber kurz fassen. Der Antrag Ihrer Fraktion geht ebenfalls in die richtige Richtung. Und insbesondere der gesetzlich angeordnete Sofortvollzug, den Sie in Ihrem Antrag ansprechen für die Zulassungsbehörde, wäre aus unserer Sicht extrem hilfreich. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Meine nächste Frage geht an Frau Doka von der BAG Selbsthilfe. Welche Rahmenbedingungen sollten bei der elektronischen Verordnung, insbesondere im Zusammenhang mit einer ausschließlichen Fernbehandlung, gesetzt werden, damit Qualität, Verbraucherschutz und Patientensicherheit gewährleistet sind? Frau Dr. Doka. Seri Doka, BAG Selbsthilfe. Aus unserer Sicht ist es tatsächlich ein Problem bei einer Fernbehandlung, dass dort Diagnosen gestellt werden. Wir haben durchaus seltene Erkrankungen, die Diagnose-Odysseen über 8 bis 10 Jahre hinter sich haben. Und das würde sich wahrscheinlich über eine Fernbehandlung noch weiter verschärfen. Insoweit würden wir uns wünschen, dass tatsächlich die Diagnose nicht über eine Fernbehandlung sichergestellt werden darf, sondern dass erst später bei einer Fortsetzung der Behandlung ein Rezept aufgrund der Fernbehandlung ausgestellt werden dürfte. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Meine nächste Frage geht an die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Halten Sie das System der Sicherung und Kontrolle der Qualität bei der Fertigarzneimittelherstellung aktuell für ausreichend oder sehen Sie Reformbedarf, insbesondere was die Sicherheitsscreenings in Bezug auf unerwartete und unbekannte Verunreinigungen angeht? Herr Professor Dr. Schulz. Herr Martin Schulz für die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns mit diesem Problem ja intensiv zu beschäftigen gehabt im letzten Jahr und die Komplexität der Verunreinigung und der Herstellungsprozesse macht es enorm schwierig, schnelle Lösungen zu finden. Ich glaube grundsätzlich, dass das System der Überwachung ein gutes ist, dass das Problem, und damit müssen wir, glaube ich, leben, ein Restrisiko sein wird, dass wir nicht auf alle Substanzen dieser Welt, ob man sie jetzt gut aussprechen kann oder weniger gut aussprechen kann, funktionieren wird. Und wir auch nicht auf das prüfen können, wonach wir nicht suchen können. Das ist ein schwieriges Problem. Ich glaube, dass wir die Schritte, die hier gemacht worden sind, in Richtung Koordination, Stellung der Bundesoberbehörden und Durchgriff und Übernahme von Koordinierungsmaßnahmen zur Abwehr von Arzneimittelrisiken der richtige Weg ist. Und dass wir jetzt in den Ausgestaltungen im sogenannten Stufenplanverfahren die Wege finden müssen, wie wir das organisieren, also dass wir so ähnlich schnell reagieren können, wie wir das im Fall Valsartan
gemacht haben, um hier auch weiteren Schaden abzuwenden. Frau Schulz, Frau Dr. Kappert-Gonta. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Professor Dr. Müller-Fahl. Wir sprachen ja schon über die Verbesserung durch das GSV im Bereich Medizinalcannabis. Und Sie haben vorgeschlagen, sowohl die 3-Tages-Frist zu streichen, als auch die zeitliche Befristung der Kostenübernahme. Welche weiteren Verbesserungen schlagen Sie vor, um Patientinnen und Patienten besser zu versorgen? Frau Dr. Müller-Fahl. Kirsten Müller-Fahl von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. In der Tat denken wir, dass man das Gesetz noch weiter verbessern könnte. Und eine Verbesserung könnte in der Forderung liegen, dass für die Kostenübernahme ja gefordert wird, dass eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf einen Behandlungserfolg bestehen muss. Und hier beißt sich momentan in der Realität so ein wenig die Katze in den Schwanz, weil die Krankenkassen und der MDK verweisen dann gerne darauf, dass es ja keine Studien gäbe, die eine Aussicht auf Erfolg belegen. Und wir hätten das ganze Cannabis-Gesetz ja nicht, wenn es diese Studien gäbe, denn dann hätten wir ja zugelassene Arzneimittel. Und was wir für viel zielführender halten, ist, dass man prüft, ob im konkreten Einzelfall eben in der Tat eine Wirksamkeit besteht. Wir reden ja heutzutage alle von individualisierter Medizin. Und hier können wir das praktisch exzellent leben und tun es aber nicht. Denn was passiert? Ein Patient bekommt, wenn er eine seltene, schwerwiegende Erkrankung hat, zahlreiche Medikamente, meistens alles off-label. Das wird verordnet, das wird bezahlt. Und wenn dieses Medikament dann am Ende Cannabis heißt, dann wird die Kostenübernahme verwehrt. Und da hat man doch oft den Eindruck, das wird nur deswegen getan, weil der Name eben Cannabis ist und weil durch Zufall Cannabis zusätzlich auch als Freizeitkonsumdroge genutzt wird. Und ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass wir uns hier trennen von dem Gedanken und befreien von dem Gedanken, dass eine Cannabistherapie eigentlich immer nur eine zulasten der gesetzlichen Krankenkassen finanzierter Freizeitkonsum ist. Damit hat das definitiv gar nichts zu tun. Vielen Dank. Frau Dr. Kappert-Gonta. Vielen Dank für die Antwort. Meine nächste Frage geht an Frau Mann von der Achse. Sie haben ja eben von nationalen Alleingängen, was das Register anbelangt, gewarnt. Können Sie uns noch mal präzisieren, wie Sie sich das konkret vorstellen, national die Daten zu erfassen und dann europäisch zu sammeln? Frau Mann, Sie haben das Wort. Mann von der Achse. Das kann ich mir eben nicht vorstellen. Ja, wie man das in einen totalen Alleingang macht. Wir müssen gemeinsam das zustande bringen und deshalb das Plädoyer, eine europäische Lösung anzustreben. Und auch in meinem Gespräch mit unserem europäischen Dachverband zu dieser Frage kam auch das Thema heraus, würden wir dann nicht von dieser Datenerhebung profitieren? Es besteht auch ein großes Interesse an gemeinsamer Zusammenarbeit. Und ich will noch mal betonen, es ist extrem wichtig, Datenerhebung nach Zulassung zu machen. Und es ist extrem wichtig, gute Patientenregister zu machen. Dafür müssen wir aber in Infrastruktur investieren. Dafür müssen wir einen anderen Weg finden, als nur Produktregister für eine Weile auf Kosten der Industrie durchzuführen. Wem gehören eigentlich die Daten und wie geht es weiter? Diese ganzen Fragen, wir brauchen eine systematische Lösung für diese Probleme. Und das finde ich sehr schön, wenn wir da vorankommen würden. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ja, meine letzte Frage geht nochmal an die BAG Selbsthilfe. Halten Sie die aktuellen Vorkehrungen zum Krisenmanagement im Falle von Arzneimittelskandalen für ausreichend? Oder sehen Sie die Notwendigkeit, die Kompetenzen einer Aufsichtsbehörde, zum Beispiel des BfArM, weiter zu stärken? Frau Dr. Doka, eine Frage, die man zweimal mit Ja oder Nein beantworten kann. Seri Doka, wir hätten gerne mehr Kompetenzen für eine zentrale Behörde, also dass sie auch entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Auch im Bereich der Medizinprodukte würden wir uns weitergehende Kompetenzen der Aufsichtsbehörden, einer zentralen Aufsichtsbehörde wünschen, einfach damit das koordinierte Vorgehen zum Schutz der Patienten noch besser klappt. Prima, auf den Punkt. Vielen Dank. Jetzt kommt die nächste Frage wieder von der CDU. CDU-CSU-Fraktion, Michael Henrich. Ich würde meine Frage an den GBA richten, anknüpfend an den beiden Aussagen der Achse zum Thema Orphan Drugs und die Frage, wie das Zusammenspiel zwischen nationaler Ebene und EU-Ebene stattfindet, wie sich das ausgestaltet. Die erste Frage, sehen Sie diese Gefahr auch, dass mit diesen Regeln zur anwendungsbegleitenden Datenerhebung und zu der Regel des § 136
unter Umständen die Gefahr besteht, dass wir hier mit, damit rechnen müssen, dass bestimmte Produkte nicht auf den deutschen Markt kommen. Und zum Zweiten die Frage, wie sieht das Zusammenspiel zwischen GBA, IQWiG und den europäischen Ebenen beim Thema HTA-Register aus? Herr Professor Hecken. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Es geht nicht darum, zum ersten Teil der Frage, hier völlig neue Produktregister zulasten der pharmazeutischen Industrie zu implementieren. Ich will an den allgemeinen Grundsatz erinnern, dass derjenige, der Produkte verkaufen will, eben auch den Nutzennachweis für dieselben und den Sicherheitsnachweis zu erbringen hat. Also insofern bewegen wir uns im ganz normalen Regelungssystem. Zweitens will ich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass gesagt wird, hier sei keine Gefahr im Zug, im Verzuge. Ich hatte eben ausgeführt, wir wollen damit neben Evidenz hinsichtlich der Wirksamkeit auch und insbesondere Evidenz hinsichtlich der Sicherheit generieren. Und das ist gerade ein großes Problem bei Orphans, das sehr häufig bei den Zulassungen adressiert wird. Deshalb haben wir diese Conditional Approvals. Und dass jetzt eine Interessenvertretung für Menschen mit seltenen Erkrankungen sagt, da gibt es eigentlich keinen Aufklärungsbedarf und wenn auf europäischer Ebene und nicht produktbezogen, das verwundert mich schon einigermaßen. Wir wollen diese Register selbstverständlich nicht autistisch nach dem Motto am deutschen Wesen soll die Welt genesen, so wie es eben anklang, implementieren. Ich hatte bereits ausgeführt, dass wir dann, wenn die EMA Registerauflagen macht, selbstverständlich in Zusammenarbeit mit den Bundesoberbehörden, die ja üblicherweise Rapporteure sind, also entweder der BfArM oder mit dem PAI, dann eine Meldepflicht an diese europäischen Register mit bestimmten Konditionen implementieren. Denn für eine Orphan Disease mit 7 Erkrankungen in Deutschland kann ich auf deutschem Versorgungskontext keine Evidenz generieren. Ich brauche dafür Daten aus ganz Europa. Deshalb ist das selbstverständlich. Dritter Punkt dazu. Ich befürchte in keiner Weise, dass auch nur irgendein Medizinprodukteunternehmer den deutschen Markt mit einem Orphan nicht betreten wird, weil er Angst vor einer Anwendungsbeobachtung hat. In der Bundesrepublik Deutschland sind wir das einzige Land ohne vierte Hürde, in dem für 6 Monate Mondpreise finanziert werden und danach auch relativ hohe Preise generiert werden können. Ich will es nur an die Adresse der Vorrednerin sagen. In Deutschland sind Orphans am Tag 1 nach Zulassung verfügbar. Im europäischen Mittel zwischen 8 und 29 Monaten, je nach Kassenlage des entsprechenden Landes. Das ist das, womit Menschen mit seltenen Erkrankungen geholfen wird. Und Gefahr im Verzuge, sage ich nur einfach, um ein Wort zu nennen, Glybera. Hätten wir das parallel beobachtet, hätten wir möglicherweise schneller reagieren können. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Abgeordneter, 136a. Ein besonders kleiner Bereich innerhalb der Gruppe der Orphans, wir sprechen hier über ATMPs, KT-Zellen etc. pp., an der Grenze zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln. Wir hatten die erste Nutzenbewertung im gemeinsamen Bundesausschuss Kymria. Wir haben diese Nutzenbewertung mit einer ganzen Reihe von Sicherheitsauflagen verbunden, die wir nicht in Gestalt eines nationalen Alleinganges autistisch kreiert haben, sondern die wir gemeinsam mit der DGAO, gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft, gemeinsam mit Fachgesellschaften im Interesse des Patientenschutzes implementiert haben. Denn was braucht man bei solchen Therapieoptionen? A, die krankheitsspezifische Kompetenz, das ist die hämatologische. B, die krankheitsspezifische, das ist die hämatologische. Dann die Stammzellkompetenz, da haben wir Mindestmengen festgelegt. Und Sie brauchen eine hohe intensivmedizinische Kompetenz, denn die Masse der Patienten verstirbt zwischen Tag 4 und 21 nach der Anwendung an vorhersehbaren, auch unter entsprechenden Settings beherrschbaren Nebenwirkungen. Und deshalb brauchen wir hier Beschlüsse, die mit solchen Sicherheitsanforderungen verbunden sind. Weshalb bitte ich jetzt um Beschluss dieser Rechtsverordnungsermächtigung. Wir haben es zu tun mit Orphan Diseases, B-Zell-Lymphom. Wenn die Patienten 6 Monate auf meinen Beschluss warten, sind sie in der Regel verstorben. Wenn sie in den ersten 6 Monaten bis zu meinem Beschluss behandelt worden sind und die entsprechenden Sicherheitsanforderungen gelten nicht, dann helfen diese Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Deshalb war das Anliegen des gemeinsamen Bundesausschusses, dass in einer Verordnungsermächtigung für die entsprechenden Wirkstoffklassen
auch schon vor der Nutzenbewertung mit Eintritt in den Markt eben gesagt wird, wer das machen will, muss mindestens 120 allogene Stammzellen haben, der muss mindestens so und so viel intensivmedizinische Vorhaltungen haben, um die Patienten, die nur einer Einmalbehandlung unterliegen, unmittelbar nach der Markteinführung zu schützen. Letzter Punkt dafür, Sie sehen meine Selbstbescheidung hier, die ja doch amtsbekannt ist. Ich habe auch große verfassungsrechtliche Bedenken. Wir haben in dem Kümmerer Beschluss im Einvernehmen mit dem pharmazeutischen Unternehmer zwei Mindestmengen festgelegt, also 120 allogene Stammzelltransplantationen müssen nachgewiesen werden, an die Ärzte werden bestimmte Anforderungen gestellt. Das sind Eingriffe in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb und in die Berufsausübungsfreiheit. Und ich glaube, es ist rechtlich nicht vertretbar, dass der gemeinsame Bundesausschuss in einem AMNOG-Beschluss, der noch nicht mal dem Genehmigungserfordernis durch den BMG unterliegt, also nur einer eingeschränkten Rechtsaufsicht unterliegt, solche elementaren Festlegungen treffen kann für die nachgelagerten Leistungserbringer. Deshalb die Bitte, die Rechtsverordnungsermächtigung zu implementieren, damit eben dann auch diese Rechtsverordnung vom BMG genehmigt wird und sie dann am Ende des Tages auch einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Denn die gerichtliche Überprüfung wird so sicher wie das Amen in der Kirche kommen, weil das ein außerordentlich lukrativer Markt ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus. Ja, meine Frage richtet sich an die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wie bewerten Sie die Regelung, wonach die erlaubnisfreie Herstellung von Arzneimitteln zur persönlichen Anwendung bei Patienten durch Personen, die nicht Ärzte oder Zahnärzte sind, also wie Heilpraktiker, eingeschränkt wird? Ich wollte die Frage eigentlich auch an den Bund Deutscher Heilpraktiker stellen, möchte sie aber ein bisschen abwandeln an Sie und fragen bei dem Thema Eigenbluttherapie, können Sie sich auch eine Alternative zwischen Status quo und dem, was das Gesetz vorsieht, vorstellen, zum Beispiel, dass man eine Sachkundeprüfung einführt oder eine Weiterbildung anfordert? Also an diese drei Institutionen hätte ich die Frage gern gerichtet. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ludwig. Ja, Ludwig für die Bundesärztekammer. Zunächst begrüßen wir eindeutig die Einschränkung des erlaubten Tätigkeitsumfanges von Personen, die sonst zur Ausübung der Heilkunde bei Menschen befugt sind, aber nicht Arzt sind, also für Heilpraktiker. Vor diesem Hintergrund haben wir auch in unserer Stellungnahme einen Änderungsvorschlag eingebracht, in dem wir noch mal klar formuliert haben, dass Arzneimittel, die der Verschreibungspflicht nach § 48 unterliegen, sowie Arzneimittel und Stoffe, die nicht der Verschreibungspflicht nach § 48 unterliegen und als Injektion oder Infusion verabreicht werden, ich erinnere an das Eigenblut, nicht durch Personen erfolgen, die kein Arzt oder Zahnarzt sind. Also von daher ist die Position sehr eindeutig. Und wir würden uns auch wünschen, dass letztlich ein Anpassungsvorschlag des Bundesrates, der ja Ihnen bekannt ist, überlegt wird, dass der Gesetzgeber aufgefordert wird zu prüfen, ob im § 13 Absatz 2b des Arzneimittelgesetzes auch Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, deren Wirkungen in der medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannt sind, aufgenommen werden können. Das halten wir für sehr wichtig. Also grundsätzlich begrüßen wir die Einschränkung des Tätigkeitsumfanges der Heilpraktiker. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bruch. Ja, Karl Bruch für das BfArM. Wir können uns den Ausführungen von Herrn Professor Ludwig nur anschließen. Wir teilen diese Ansichten bezüglich der erlaubnisfreien Herstellung von Arzneimitteln und wissen aus den Diskussionen, die in den letzten Jahren immer wieder stattgefunden haben, auch in der Arbeitsgruppe Arzneimittel, Apotheken, Transfusions- und Betäubungsmittelwesen, dass wir eben immer wieder diese Probleme haben. Wir halten den Gesetzentwurf, wie er von der Bundesregierung vorgelegt worden ist, in dieser Beziehung für sehr ausgewogen und den richtigen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind jetzt gerufen zu einem Hammelsprung. Mein Vorschlag ist, damit wir die Anhörung ordentlich zu Ende bringen können, dass von jeder Fraktion jemand hier bleibt und den anderen sozusagen die Freiheit gegeben ist, am Hammelsprung teilzunehmen. Ist das so akzeptiert? Dann würde ich sagen, tschüss. Herr Kemper.
Siegfried Kemperbund, Deutscher Heilpraktiker. Danke auch für diese Frage. Selbstverständlich sind wir sehr für Sachkundenachweis. Wir haben bereits 2004 ein eigenes Qualitätssystem, das genau wie bei den Ärzten für die Fortbildungspflicht ist, impliziert. Da machen sich etwa 14.000 Heilpraktiker auch dabei, genau dieses System zu erfüllen und diese Punkte zu sammeln. Also da würden wir sehr, sehr gerne, ich war letztes Wochenende bei dem Amtsärztekongress, da sind wir auch schon seit 2 Jahren, und wir haben über die Überprüfungsrichtlinien, die auch hier beschlossen worden sind, auch Checklisten herausgegeben, die den Sachkundenachweis im Prinzip schon abbilden, sodass die Prüfungen, alles wäre ja, wir würden sofort gerne zuarbeiten, mitmachen, wir wären sehr dafür, also würden das gerne mitgestalten, dass man diesen Sachkundenachweis so erbringt, damit auch dann das Anliegen des Gesetzgebers erfüllt ist, dass eben halt auch die Qualität geliefert ist, die draufsteht. Sehr gerne, danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an die Bundesärztekammer, die KBV, BVITG und die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Was halten Sie von der geplanten Regelung zur Einführung von Verschreibungen in elektronischer Form, also dem E-Rezept? Herr Professor Dr. Ludwig. Ja, vielen Dank, Ludwig, für die Bundesärztekammer. Grundsätzlich unterstützen wir natürlich diesen Vorschlag hinsichtlich des elektronischen Rezeptes, genauso wie eines elektronisch verfügbaren Medikationsplanes. Wir glauben, dass die Zeitfrist, die dort vorgesehen ist, 7 Monate, sehr ambitioniert ist. Wir würden uns wünschen, dass man diese Zeitfrist nochmal überdenkt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass durch das elektronische Rezept letztlich dass die Arbeit des Arztes, aber auch natürlich das Verständnis der Patientin für dieses elektronische Rezept vorher eindrücklich erläutert wird. Nicht ja nichts. Gut, ich wiederhole vielleicht noch mal die Passage, weil das jetzt ein bisschen durcheinander ging. Also wir begrüßen die Einführung der elektronischen Verordnung ausdrücklich, da sie, wenn sie richtig implementiert wird, die Prozessabläufe in den Praxen und auch in den Klinikambulanzen beschleunigen kann. Und wir haben gewisse Zweifel, dass diese Umsetzung auch nach unseren etwas leidvollen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Medikationsplan innerhalb von 7 Monaten so umgesetzt werden kann, dass sie dann auch funktioniert. Also Zeitfristen sehr ambitioniert, insgesamt eindeutig sehr sinnvoll, dass endlich eine elektronische Verordnung kommt. Vielen Dank. Der BVITG ist nicht da und kann also auch entsprechend nicht antworten. Und dann hat die Frau Dr. Steiner das Wort. Ja, vielen Dank. Wir begrüßen auch die geplante Einführung zur schnellen Einführung des E-Rezepts und auch dabei die Fokussierung letztendlich auf die beteiligten Organisationen KBV, KZBV und GKV Spitzenverband und GKV Spitzenverband und Apotheker andererseits. Es ist sicherlich unstrittig, dass das E-Rezept gerade für die Patienten, für die Apotheken und für die Krankenkassen zu einer deutlichen Verfahrensvereinfachung führt. Wir sehen das aber für die Vertragsarztpraxen letztlich nicht in der Form. Grund hierfür ist die Verpflichtung einer qualifizierten elektronischen Signatur. Das bedeutet für jedes Rezept für den Vertragsarzt einen deutlichen Mehraufwand. Wir gehen von 20 Sekunden Mehraufwand gegenüber einem handschriftlich signierten Rezept aus. Und dieser Mehraufwand wird letztendlich dann auch natürlich zu einer Akzeptanzeinschränkung führen. Der Vorschlag wäre, wir wissen, dass die Gematik bereits an einer Vereinfachung, an einer sogenannten Komfortsignatur arbeitet. Unser Vorschlag wäre, hier eine Verpflichtung aufzunehmen, dass die Gematik dann zum gleichen Zeitpunkt eben auch diese Komfortsignatur umgesetzt hat. Es ist völlig unstrittig, dass wir natürlich ein hohes Maß an rechtlicher Verbindlichkeit und auch Nachvollziehbarkeit für die elektronische Verordnung für das E-Rezept brauchen. Wir sind aber der Meinung, dass eben hier noch weitere Verfahrensvorschläge ermöglicht werden müssen, parallel zur qualifizierten elektronischen Signatur, und haben dementsprechend auch in unserer Stellungnahme Vorschläge gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Aus Sicht der Pflege begrüßen wir außerordentlich die jetzt vorgesehene schnelle Einführung des E-Rezepts, wenngleich man sozusagen an den Fristen auch zweifeln kann. Für die Pflegedienste und für die pflegebedürftigen Menschen bedeutet das E-Rezept eine Erleichterung, weil sozusagen der Transportweg des Rezeptes in die Apotheke dadurch verkürzt werden kann. Wir weisen allerdings darauf hin, dass es beim E-Rezept der Löschfristen bedarf. Also Daten über Medikationen dürfen auf dem E-Rezept nicht so vermerkt werden, dass dadurch automatisch eine Medikationsliste generiert wird. So wichtig und sinnvoll der E-Medikationsplan ist, er ist ein Recht des Patienten und keine Pflicht. Und das muss hier auch gewährleistet sein. Noch ein letzter Satz, damit auch elektronische Verfahren in allerlei Weise für die Pflege nutzbar werden, ist es dringend erforderlich, dass die Pflege wirklich unverzüglich an die TI angeschlossen wird und dass sozusagen diese Infrastrukturanschließung auch gefördert wird. Da denken wir an eine Erweiterung des 291a, analog zu den Absätzen 7a und 7b für die Krankenhäuser und für die niedergelassenen Ärzte zur Finanzierung dieser Infrastrukturanschließung. Vielen Dank. Michael Henrich. Ich würde gerne noch eine Frage zum Thema Biosimilars an das BfArM und den GBA richten. Wie bewerten Sie die Regelung zum Thema Austauschbarkeit von Biologicals in der Apotheke und speziell an die Frage an den GBA, wie das Zusammenspiel ist zwischen Switchen beim Arzt und Austauschbarkeit in der Apotheke, welche Maßnahmen gesetzgeberisch noch notwendig sind? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bruch. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Austauschbarkeit von Biosimilars haben wir eben gerade auch unter Vigilanzgesichtspunkten in den letzten Jahren intensiv angeschaut. Von daher sehen wir auch eine gewisse Möglichkeit der Austauschbarkeit gegeben. Die Pläne, die jetzt so vorgelegt werden, dass man da eben auch noch weitere Erfahrungen sammelt, halten wir auch durchaus für ausgewogen, dass man diesen Weg dann eben jetzt auch geht. Ich denke, es ist schon wichtig, dass die Ärzte eben auch eingebunden werden in diese Austauschbarkeit der Verordnung, die dann eben auch sehr gut möglich ist. Vielen Dank. Herr Professor Dr. Ludwig. Entschuldigung. Da Sie genickt haben, habe ich gedacht, so viel Zustimmung, dass dann Herr Professor Hecken. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Also wir hatten die Regelung für zwingend erforderlich und für wichtig. Wir haben seit über 10 Jahren biologische Arzneimittel im Markt. Wir haben mittlerweile sehr gute Erkenntnisse und auch Erfahrungen über die Frage, wie eben hier eben auch Austauschbarkeit patientensicher zu Behandlungserfolgen führen kann und eben ohne Patientenschaden vorgenommen werden kann. Wir brauchen das aus Wirtschaftlichkeitserwägungen, denn wir haben die gute alte Regel, 80% der Verordnungen kosten 20% des Geldes und 20% der Verordnungen kosten 80% des Geldes. Das war die alte Regel zu Generika-Zeiten. Das wird zu biologischen Arzneimittelzeiten nur noch eingeschränkt so Geltung beanspruchen können. Aber wir wissen mittlerweile aus den Untersuchungen des BfArM, aus den Untersuchungen des PAPI, aus der weltweiten Literatur, dass die Austauschbarkeit als solches dem Grunde nach möglich ist und kein Problem darstellt. Insofern kann man das auch entsprechend instrumentalisieren. Wir als gemeinsamer Bundesausschuss sehen aber schon einen Unterschied. Allein um ein bestimmtes auch Vertrauen der Patienten und um bestimmte Erfahrungen zu sammeln hinsichtlich der Frage, ob die Austauschbarkeit oder der Austausch beim Arzt oder in der Apotheke erfolgt. Insofern ist es kein Problem, generell eine Liste der austauschbaren Biosimilars zu machen. Wir sehen aber schon die Notwendigkeit mit Rücksicht darauf, dass wir es hier teilweise doch mit sehr, sehr schwer erkrankten Menschen so um Abstoßreaktionen nach Organtransplantationen etc. pp. Geht, in bestimmten wichtigen und zentralen Fällen den Austausch dann eben nur über den Arzt am Ende des Tages zuzulassen. Das muss nicht bei jedem Biologikum zur Behandlung von Psoriasis der Fall sein. Das ist aber bei manchen Wirkstoffklassen unabdingbare Voraussetzung. Also hier muss man grundsätzlich positiv sagen, ja. Aber man muss die einzelnen Anwendungsgebiete sehr sorgfältig differenzieren. Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig. Fragt jetzt für die SPD. Dankeschön.
Meine Frage geht an die BAG FW und an den GKV Spitzenverband. Frau Dr. Fix, es bedarf ohne Zweifel einer Begrenzung des Streitwerts an Schiedsstellen bei Ausbildungsbudgets für die Pflegeberufe. Bitte geben Sie uns eine Einschätzung in Sachen Höhe des Streitwerts und gegebenenfalls zur Frage einer möglichen Aufteilung von Kosten auf die Träger der Schiedsstelle, wie sieht dies beispielsweise in Bayern praktiziert wird. Wir bitten den GKV-Spitzenverband gegebenenfalls zu ergänzen. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Herzlichen Dank, Frau Stamm-Fiebig, für die Frage. Ja, in der Tat braucht es auf jeden Fall eine Streitwertbegrenzung für die Schiedsstelle. Die Schiedsstellen haben sich bisher nicht gebildet, weil die Träger der Schiedsstellen das hohe Kostenrisiko bei Prozessen fürchten müssen. Und wenn es zu keiner Begrenzung des Streitwertes kommt, befürchten wir sozusagen, dass sich die Schiedsstellen auch nicht bilden. Und wir brauchen diese dringend, weil gegenwärtig die Pauschalbudgets verhandelt werden und beispielsweise die Forderungen sozusagen der Leistungserbringung und der Kostenträge hier weit auseinander liegen, sodass wir fast in allen Bundesländern hier mit Schiedsverfahren rechnen müssen. Die Pauschalbudgets müssen schon zum 30.04. festgelegt sein. Dann läuft das Schiedsverfahren 6 Wochen. Also wir brauchen hier dringend eine Regelung. Die vorgesehene Regelung, die sich am Krankenhausfinanzierungsgesetz orientiert und 2,5 Millionen Streitwertbegrenzung ansieht, ist an der Stelle noch nicht zielführend, weil das Kostenrisiko dadurch zu hoch ist. Ich will das mal kurz exemplifizieren. Es entstehen nach dieser Kostenrechnung Gerichtskosten von 32.000 Euro. Dazu kommen Prozesskosten für jeden der Beteiligten, für die Beklagten, für die Kläger, für weitere Beigeladene, und die Zahl kann relativ hoch sein, entstehen hier Prozesskosten für die Anwälte in Höhe von 27.000 Euro bei einer Summe von 2,5 Millionen, sodass wir allein im ersten Instanzenzug bei einer Summe von 113.000 Euro landen würden. Üblicherweise gibt es aber 3 Instanzen und dann wären wir bei 430.000 Euro. Und das mag für die Krankenhäuser, dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ist es ja nachgebildet, schon möglich sein, aber für Pflegeeinrichtungen führt so etwas zur Insolvenz. Und vor diesem Hintergrund sehen wir als Lösungsvorschlag, den Streitwert zu begrenzen. Wir schlagen vor, statt der Summe von 2,5 Millionen Euro 1 Million Euro vorzusehen. Und ergänzend noch in § 36 Absatz 5 Pflegeberufegesetz, der die Schiedsstellen regelt, auch vorzusehen, dass in den Landesverordnungen eine Verteilung der Kosten des Gerichtsverfahrens vorgesehen wird. Sie haben die bayerische Regelung angesprochen nach 18a KHG. Gibt es diese Landesverordnungen, und dort ist beispielsweise vorgesehen, dass 25% der Gerichtskosten dann sozusagen bei den Landeskrankenhausgesellschaften landen und 75% bei den Kostenträgern. So etwas könnten wir uns ergänzend zu der hoffentlich sozusagen weiter vorgesehenen Absenkung des Streitwerts auf 1 Million, wie wir es vorschlagen, gut vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grunberg. Ja, vielen Dank für die Frage. Grunberg vom GKV Spitzenverband. Aus unserer Sicht ist die Änderung sachgerecht, um extreme Abweichungen beim Streitwert nach oben zu vermeiden. Wir halten eine Begrenzung auf 2,5 Millionen Euro für sinnvoll, eben vor dem Hintergrund der Parallele zu Gerichtsverfahren gegen die Schiedsstelle nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Hier sehen wir das als einen gewissen Standard an. Insofern hielten wir es für sachgerecht, genau diese Höhe einer Begrenzung auch auf den Pflegebereich zu übertragen. Vielen Dank. Frau Stamm-Fiebig. Die nächste Frage geht nochmal an den GKV-Spitzenverband zum Thema Orphan Drugs. In verschiedenen Stellungnahmen wird die geplante anwendungsbegleitende Datenerhebung in Form klinischer Register dahingehend problematisiert, dass das IQWiG Registerdaten für die Nutzenbewertung aus prinzipiellen methodischen Gründen für ungeeignet halten könnte. Sehen Sie hier ergänzenden Regelungsbedarf, der die Heranziehung dieser Daten absichert? Und gehen Sie dabei bitte auch auf die Frage einer Verpflichtung der Patientinnen zur Teilnahme ein. Herr von Stackelberg. Ja, danke für die Frage. Wir haben tatsächlich Ergänzungsbedarf. Wir sollten sicherstellen, dass, wenn wir schon solche Register aufbauen, dass
alle behandelten Patientinnen und Patienten dort erfasst werden. Und das halte ich auch angesichts der Kosten, die derartige Arzneimittel, von denen wir reden, verursachen, durchaus für vertretbar, dass es hier einen Zwang zur Teilnahme gibt, wenn die GKV bezahlt. Und ich bitte Sie herzlich, das auch entsprechend gesetzlich festzulegen. Denn Register, die unvollständig sind, haben immer Fragen der Verwendbarkeit. Weswegen sind sie unvollständig? Da kommen dann Fragen auf, ist das gezielt unvollständig? Ich halte es für hochsinnvoll, wenn man ein Register nennt, die vollständig zu haben. Und wir haben letztlich auch, ich vergleiche das mit der Qualitätssicherungsmaßnahme im Krankenhaus. Auch im Krankenhaus ist es selbstverständlich, dass Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht freiwillig sind, sondern die Qualitätssicherungsmaßnahmen verpflichtend sind. Das halte ich hier für hochsinnvoll und bitte ergänzen Sie entsprechende Regelung. Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig. Ich möchte noch zu dieser Frage, Herr Professor Hecken, von Ihnen wissen, ob Sie dazu noch was zu ergänzen haben. Ja. Herr Professor Hecken. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Ich hatte eben schon gesagt, weil der Teil von Herrn von Schackelberg nicht angesprochen wurde, ich bin der festen Überzeugung, und wenn meine Überzeugung nicht von sich aus Platz greift, werden wir es im Beschlussorgan des GBA entsprechend dann umsetzen, dass diese Datenerhebungen selbstverständlich als bestverfügbare Evidenz, wenn sie eben vollständig sind, wenn sie auf Basis der von uns vorgegebenen Standards erhoben worden sind, dann auch in eine nachgelagerte Nutzenbewertung einbezogen werden. Wir sind ja eben hier in der Situation, dass wir weniger Patienten keine zweiarmigen Studien machen können, aus ethischen Gründen, wenn es keine Behandlungsoptionen gibt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir hier versuchen, eben auch auf der Basis schwächerer Evidenz das aus den anwendungsbegleitenden Beobachtungen herauszuholen, was für die Nutzenbewertung nach Überschreiten der 50-Millionen-Grenze notwendig ist. Wir werden als gemeinsamer Bundesausschuss das berücksichtigen, wenn es eben den Anforderungen entspricht. Genauso wie es die Zulassungsbehörden auch tun, um dann eben aus bedingten Zulassungen endgültige Zulassungen zu machen, wenn eben die Sicherheit belegt ist. Vor diesem Hintergrund sehe ich hier keinen Anlass zur Sorge, dass das Methodenpapier des IQWiG einem gesetzgeberisch formulierten legitimen Anspruch entgegenstehen könnte. Da gilt ja immer noch so etwas wie Normenhierarchie. Und da sehe ich eben das Bundesgesetz doch deutlich in der Normenhierarchie über dem Methodenpapier des IQWiG angesiedelt. Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig. Eine geht noch. Eine geht noch. Vielen Dank. Dann gehe ich noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Cannabis als Medizin an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Wie wir erst jüngst in der Anhörung zum Thema Cannabis als Medizin am 20. März hören konnten, fehlt es weiterhin an indikationsbezogener Evidenz bei Cannabis als Arzneimittel. Welche Maßnahmen bedarf es aus Ihrer Sicht, um Abhilfe zu schaffen? Frau Dr. Müller-Fahl. Kirsten Müller-Fahl von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. In der verbleibenden Kürze, ich denke, es ist ganz eindeutig, dass wir Studien durchführen müssen, um die Evidenzlage zu verbessern. Wir haben ja ein gewisses Cannabis-Dilemma, dass es hier sich anscheinend um ein Medikament handelt, was im Gegensatz zu vielen anderen etablierten Arzneimitteln ein ganz breites Anwendungsspektrum hat. Und es ist leider eben eine große Herausforderung, dass wir das in Studien sorgfältig werden untersuchen müssen. Und hier bedarf es dringend einer Finanzierung, damit diese Studien, die von allen gewünscht sind, die von allen gefordert werden, entsprechend durchgeführt werden können. Und hier sehe ich eine gute Chance für eine Kooperation zwischen Industrie, Politik und aber auch den Universitätsklinikern. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich darf mich bei den Experten und Expertinnen ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch bei den Fraktionen für die pragmatische Handhabung des Hammelsprungs, dass wir unsere Anhörung zu Ende führen können. Bin gespannt, welche Anträge aus dieser Anhörung herausgehen, und bin dankbar, dass wir jetzt auch viele Informationen haben über NDMA, und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.